Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gynecos Podcasts. In der Standardtaktung heute wieder eine interne Folge für euch. Und das heißt, wie immer, natürlich, dass Marcel mit am Start ist. Dementsprechend, servus Marcel und herzlich willkommen zurück im Gynecos Podcast. Ja, servus Danny oder auch Sers. Ganz locker, Sers. Ja, ich habe wie letztes Mal auch heute wieder Fragen aus der Community mitgebracht. Einmal in Bezug auf unsere Subs und einmal wieder allgemein beispielsweise zu den aktuellen Themen in der Szene. Ich würde die Reihenfolge gar nicht mal so krass über den Haufen werfen, aber wir können heute vielleicht mal noch mit einem allgemeinen Gynecos-Update starten. Da ist ja auch immer einiges los. Vielleicht willst du mal die Leute da draußen up-to-date bringen, wie es aktuell bei uns aussieht. Jobs sind ja immer zu vergeben. Ja, sehr gerne. Genau. Sehr gerne. Also, wir hatten ja bei der letzten Folge einen Aufruf gestartet, wo es darum ging, einen neuen Customer Service MitarbeiterInnen zu finden. Nein, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und gestern Abend, da kann ich dich auch, Danny, jetzt mal wieder die Möglichkeit nutzen, um dich zu updaten, weil gestern Abend habe ich noch mit dem Michael telefoniert und wir haben uns für eine Kandidatin entschieden, die Linda. Und ich habe mir so überlegt, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich ein guter Test, um zu gucken, ob die Linda auch wirklich jede Podcast-Folge sich anhört. Nämlich, Linda, du kriegst jetzt hier offiziell die Zusage für den Job über Podcast. Und ja, solltest du dich jetzt bis Dienstag, Mittwoch nicht gemeldet haben, dann schreib mir natürlich auch nochmal eine E-Mail. Also es wird jetzt nicht daran scheitern. Aber ich denke, das ist so ein ganz interessanter Weg, da einfach mal ja, eine Zusage jemandem zu geben. Es haben sich sehr viele beworben, also danke für all die Bewerber, waren auch einige gute Kandidaten dabei. Aber die Linda, muss man sagen, die hat sich einfach so im Probearbeiten am besten angestellt und ist eine smarte junge Dame. Und dementsprechend willkommen im Team. An der Stelle würde ich auch gerne noch so einen Hinweis geben. Also ich habe ja letztes Mal gesagt, es dürfen sich auch immer Initiativbewerber bei uns melden. Jetzt ist nur so, ich glaube nicht jeder hat verstanden, was eine Initiativbewerbung ist. Ich gebe jetzt mal so ein Traumszenario von mir, ja, als Arbeitgeber von einer Initiativbewerbung. Ja, wenn sich zum Beispiel ein pfiffiger ITler meldet und sagt, hey, ich habe eure Seite gescannt und ihr habt so und so eine Serverauslastung laut dem und dem Tool und wenn wir aber hier und da das optimieren, dann sparen wir da 30% ein. Als Beispiel. So, dann weiß man schon direkt, okay, das ist ein pfiffiges Kerlchen, der hat was drauf, der hat so sich mit der Materie auseinandergesetzt, der hat unser Setup mal gescannt und entsprechend ja auch schon so eine Kostprobe des eigenen Know-hows gegeben. Ist jetzt natürlich als ITler so ein bisschen dankbarer, wie jetzt zum Beispiel Customer Support, ja, da kann man jetzt nicht unbedingt mit so einem Fallbeispiel punkten. Aber es haben sich jetzt eben doch auch einige beworben, die so zwar niedergeschrieben haben, wie cool sie uns finden, dass sie zum Beispiel jeden Podcast hören etc. Und dann liest man sich die Bewerbung durch und dann muss man sich aber die Frage stellen, ja okay, für welche Position hast du dich jetzt hier mit beworben? Also wo sind deine Skills? Weil dass du jetzt mal irgendwie Hessenmeister in der Männerklasse 3 warst, oder jetzt ist bei mir Siri angesprungen, so oder dass du halt ein super loyaler Podcast-Hörer bist, ist keine geile Qualifikation, sondern wir brauchen natürlich die fachliche Qualifikation für den Bereich, wo du dich bewerben möchtest. Buchhaltung, IT etc. Ne? Dementsprechend also Initiativbewerbung, vielleicht der ein oder andere nochmal
recherchieren, was es genau damit auf sich hat. Gut, suchen wir sonst noch irgendwas? Ist irgendwas auf der Liste, was man noch brauchen würde? Ja, das ist wichtig. Ja. Grafikerin oder Grafiker, das suchen wir aktuell. Könnt ihr euch bewerben, gerne auch als Freelancer. Und das ist so eine Position, die prädestiniert ist, direkt Arbeitsproben mitzuschicken. Und ihr könnt auch gerne irgendwie direkt, keine Ahnung, den Galenicus 2.0 Design oder, weiß ich nicht, YouTube-Thumbnails oder ähnliches, einfach mal machen. Ja? Ich mag immer Leute, die machen und die penetrant sind. Ja? Wenn man etwas wirklich will, sehr, sehr penetrant sein. Ich muss aber dazu sagen, ich bin so. Bei Danny ist so, wenn man zu penetrant ist, gibt Punktabzug. Bei mir gibt es Pluspunkte. Ja, das stimmt. Es war in der Vergangenheit schon so, aber ich bin mittlerweile so ein bisschen umgeschwenkt. Ich finde das auch immer gut, wenn jemand nachfragt, aber es gibt gute Penetration und schlechte Penetration. Das ist eigentlich wie beim Sex, das ist auch ähnlich bei den Bewerbern und dementsprechend. Balance, genau. Also es muss ja gut ankommen. Es ist auch immer so ein Bauchgefühl, so ein bisschen Intuition. Ja. Wie, ist das jetzt unverschämt gemeint oder will der wirklich? Und ja, das kann man auch unterschiedlich auslegen dann am Ende. Ist man zu needy oder ist man einfach, schockt man mit seiner Überzeugung? Und ich liebe es, wenn Menschen einfach mit ihrer Überzeugung schocken, weil sie einfach so von sich und von ihrem Leistungsvermögen und auch, dass das Ganze passt, wenn sie davon überzeugt sind und dann einen damit im positiven Sinne schocken. Ich habe noch einen Posten, den man auf jeden Fall erwähnen kann, ist der Redakteur, der Online-Redakteur international. Das ist ja so ein, stimmt, ja. Ist ein bisschen so ein Schmerzpunkt, weil das natürlich so sehr, sehr, sehr viele Dinge vereint, die man da mitbringen muss. Und das findet man sehr selten. Aber ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Vielleicht ist ja ein findiger Mensch da draußen, der bilingual oder vielleicht sogar multilingual unterwegs ist und uns da verstärken kann. Ja. Redakteur für englischsprachigen Content immer bewerben. Und auch hier ist es wieder eine Position, die dafür prädestiniert ist, direkt eine Arbeitsprobe mitzuschicken, direkt die Skills zeigen und nicht nur Zeugnisse. Zeugnisse sind gut, ja, haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Aber noch geiler ist einfach, wenn man schon direkt zeigt, was man kann, ob man die Marke versteht, ob man die Mission versteht. Und das kann man halt wunderbar mit einer Arbeitsprobe. Genau, Bewerbungen könnt ihr schicken an bewerbung@galenicus.com und ja, da kriegen wir das dann alles, sortieren das aus, melden uns bei euch und dann könnt ihr eventuell auch in der nächsten Podcast-Folge hier vorgestellt werden als neuer Mitarbeiter. Gibt es sonst noch irgendwelche allgemeinen Infos, die wir loswerden müssen? Ja, Shop-Update verzögert sich leider noch, aber wenn es gut läuft, wenn es sehr gut läuft, der Podcast kommt am Montag und am Wochenende wird dann der neue Shop schon verfügbar sein, wenn es gut läuft. Wenn die IT-Agentur so arbeitet wie wir, dann habt ihr am Sonntag einen neuen Shop. Und der ist dann richtig gut. Was ich zum Beispiel schon mal verraten kann, ihr werdet dann eure Bundles beim Whey Protein individuell zusammenstellen können. Also ihr könnt dann beispielsweise dreimal Erdbeer, einmal Butterkeks, einmal Schoko in den Warenkorb packen und bekommt dann einen gewissen Bonus. Ja. Das ist so ein sehr, sehr cooles Feature, was wir dann haben werden. Aber lieber noch nicht zu viel verraten. Das fällt einem ja in regelmäßigen Abständen auf die Füße hier. Ja, ihr seid immer zu heiß, ja. Ja. Weißt du, ist ja positiv, ja. Ja, ansonsten allgemein ist wahrscheinlich nichts mehr. Dann können wir rein theoretisch mit einem Supplement-Update starten. Da gibt es auch sehr, sehr viele Zuschauerfragen. Eigentlich ausschließlich Zuschauerfragen, die ich da mittlerweile reinnehme, weil die auch einfach gefragt sind. Die sind heiß, die Leute, die wollen Updates haben und wir haben ja viel versprochen auch und leider immer nicht ganz so viel halten können, weil einfach so die Zeit ist einfach aktuell schwierig, muss man verrückt sagen. Ja, absolut verrückt. Also wahrscheinlich einer der Fragen, Galenicus.
Ja, du hast es schon richtig gesagt. Galenikus ist ein großes Thema. Ich komme mir mittlerweile fast schon blöd vor, weil ich mich anhöre wie so eine CD, die auf Endlosschleife auf Repeat läuft. Aber es nützt ja nichts. Gibt's was Neues zu Galenikus und Stimcaps? Ja, also damit wir mal so ein besseres Gefühl schaffen bei unserer Followerschaft, während wir den Podcast gerade aufnehmen, wird wahrscheinlich gerade im Rotterdamer Hafen ein Container einlaufen. Oder vielleicht ist er auch schon gestern, vorgestern eingelaufen. Vielleicht läuft er auch erst am Wochenende ein, ich weiß nicht. Aber so ungefähr jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt der letzte Rohstoff in Europa an und der wird jetzt dann nochmal geprüft. Also die Rohstoffe werden natürlich, bevor die verwendet werden, geprüft, ist drin, was draufsteht und sind keine Toxine enthalten, passt einfach alles, ist es legit. Und wenn das passt, dann geht das Ganze zum Lohnhersteller und die stehen praktisch Gewehr bei Fuß. Also die hassen uns dafür wahrscheinlich auch, weil du willst natürlich schon auch so eine hohe Planungssicherheit. Aber wir haben denen gesagt, ey, Galenikus, das ist so extrem wichtig. Und deswegen werden wir dann dort praktisch relativ spontan in die Produktion gehen und dann wird der Galenikus ausgeliefert und dann hoffentlich schnell eingelagert und dann geht's los. Aber das sind eben, wie ich so oft sage, viele Zahnräder, die ineinander laufen müssen. Und jetzt zum Beispiel in den Niederlanden ist schon ein Lockdown. Mhm. Also in Deutschland steht's ja noch bevor, in den Niederlanden ist aber aktuell schon ein Lockdown. Das heißt, es kann jetzt da wieder zu Verzögerung kommen. In China gab's ja mal vor, weiß ich gar nicht, einem Monat, zwei Monaten den Fall, da war ein ganzer Hafen dicht, weil dort einige Mitarbeiter Corona hatten. Und ja, das sind dann, das ist so eine Kettenreaktion, was das in Gang setzt. Und dementsprechend ist wirklich schwer, Prognosen im Moment abzugeben, weil die Welt spielt verrückt. Es ist auch so, dass die Rohstoffpreise immer teurer werden. Also mittlerweile bekommt ihr das, glaube ich, auch von anderen Firmen mit. Und ja, das ist eine crazy Zeit. Man kann aber festhalten, Stimcaps und Galenikus, die werden zu einem ähnlichen oder wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wieder online kommen, oder? Ja, wenn das eine kommt, kommt auch das andere. Dann könnt ihr euch, wenn ihr findig seid und ein bisschen aufs Etikett guckt, eventuell sogar vorstellen, um welchen Rohstoff es geht. Wir haben es noch nie gesagt, nämlich, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja. Eine Frage, die dazu sehr gut passt, die kommt aus der Community. Das ist vielleicht auch wichtig, um so einfach einen besseren Eindruck hinter den Kulissen zu bekommen. Warum lasst ihr von euren Subs nicht einfach 2 bis 3 Mal so viel produzieren? Dann sind einige auch nicht dauernd so schnell ausverkauft. Liegt es an der Lagerfläche? Ist es zu viel Invest im Einkauf? Wollt ihr Knappheit erzeugen? Ich würde es gerne besser verstehen können, schreibt hier jemand. Also grundsätzlich, das mit dieser künstlichen Verknappung, das ist, also wenn das jetzt nicht gerade so Ferrari macht das, ja, die verkaufen im Jahr nur, also die produzieren nur, glaube ich, 10.000 Autos oder Rolls-Royce machen das auch. Aber selbst, also wirklich nur die obersten Luxusmarken machen das. Da ist es dann auch so, die suchen sich die Kunden sehr genau aus und es könnte jetzt sein, ich gehe zum Ferrari-Händler und dann verkaufen die mir kein Auto, weil die sagen, du passt nicht zur Marke, kriegst keins. So. Aber das sind so absolute Ausnahmen. Nicht mal bei Rolex ist es so. Rolex verkauft im Jahr, ich glaube, 1,2 Millionen Uhren. Das ist gar nicht so exklusiv, wie viele glauben. Ist jetzt nicht wie Richard Mille. So. Da ist wieder so, die machen, glaube ich, auch nur irgendwie 5.000, 10.000 Uhren und die sind dann exklusiv. Und im Supplement-Bereich, keine Firma macht das so, weil sie irgendwie etwas künstlich verknappen will. Denn es ist ja so, es handelt sich hier um ein Verbrauchsgut, so ein bisschen wie mit Lebensmitteln vergleiche ich das mal. Also wenn ihr jetzt irgendwie zu Lidl geht und die haben jedes Mal keine Milch und kein
Magerquark, was macht ihr dann? Ihr geht da vielleicht einmal hin, zweimal, dann sagt ihr aber, okay, Lidl hat zwar ein cooles Angebot, aber irgendwie jedes Mal haben die keine Milch und keinen Quark. Ich gehe jetzt immer zu Aldi oder zu Rewe. Und ähnlich ist das natürlich schon auch im Supplement-Bereich. Ein Kunde hat meistens Versandkosten, hat ja auch, man muss sich damit auseinandersetzen, muss eine Bestellung tätigen. Heutzutage muss man ja auch echt DHL hinterherrennen. Das wird ja leider auch nicht besser. Ich kann auch an der Stelle sagen, es gibt leider keine besseren Alternativen. DHL ist schon in Deutschland das Beste, ja. Ihr wollt nicht mit Hermes oder DPD, das ist noch katastrophaler. Amazon ist auch katastrophal. Zumindest in Berlin. Das ist ja auch je nach Region, je nach Subunternehmer. Also, man will jetzt nicht irgendwie 100-mal bestellen, um alles zusammen zu haben, sondern man will das natürlich schon weitestgehend in einem Shop machen und dementsprechend würden wir uns, glaube ich, mehr ins eigene Fleisch schneiden, wenn das jetzt unsere Taktik wäre. Der Grund ist einfach, erstens, wir machen natürlich auch eine gewisse Kalkulation und diese Kalkulation, die basiert auf validen Daten und Bauchgefühl. Warum Bauchgefühl? Weil wir jetzt noch nicht irgendwie seit 100 Jahren Produkte verkaufen und jetzt einfach nicht so viele Daten haben, dass wir das so 100% verlässlich vorkalkulieren können. Dann muss man auch sagen, so Effekte wie Abmahnungen, die spielen da mit rein, wo dann natürlich auf einmal von einem Produkt viel mehr abverkauft wird, als du das im Vorfeld geplant hast, weil du jetzt nicht mit der Abmahnung gerechnet hast. Dann kommt mit dazu die Rohstoffsituation, die hat sich einfach sehr, sehr stark gewandelt. Also als wir angefangen haben, Supplements zu verkaufen, herzustellen, da war es so, wir konnten echt so, also wenn ich jetzt so dran zurückdenke, wirklich wenige Wochen vorher Bescheid sagen, hey, wir müssen nachproduzieren und dann wurde nachproduziert und dann war mal so ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen eine Out-of-Stock-Situation und jetzt ist aber so volatil geworden, alles ist so volatil geworden, es ist absolut verrückt. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass Ware nicht ausgeliefert werden konnte, weil es keine LKW-Fahrer, also keine Speditionen gab, ja, weil sie ausgelastet sind. So. Und das sind einfach, seit Corona spielt die Welt vollkommen verrückt. Und natürlich ist es auch so, wir reden ja hier von Nahrungsergänzungsmitteln, die haben ein gewisses MHD-Datum. Und da muss man natürlich schon auch clever agieren, weil es bringt jetzt nichts, wenn du irgendwie von, weiß ich nicht, 200.000 Vitamin-C-Dosen herstellen lässt und dann aber die nicht innerhalb des MHDs abverkaufst. Ja. Und dementsprechend ist so, sind viele Effekte, die da zusammenkommen. Ich kann verstehen als Außenstehender, dass es so immer so ein bisschen aussieht, als ob da irgendwie jemand zu doof dafür ist. Ich habe das früher auch so gesehen. Mittlerweile, wo ich aber selber drin stecke, ist es eben wirklich sehr anspruchsvoll geworden, Produkte auf den Markt zu bringen und ehrlich gesagt ist und auch auf dem Markt zu halten. Und das wird man in Zukunft, wird das wirklich so ein gewisser Skill sein von Unternehmen, ob die das gut handeln können oder nicht, weil die Rohstoffhändler, die können sich aktuell aussuchen, wem sie was zu welchem Preis verkaufen, die ganzen Produzenten, auch die Packungshersteller, also alle, die arbeiten eigentlich gerade so, wie sie wollen und sie werden sowieso los. Ja, ist so egal, was sie machen, es findet einen Kunden und ich kann auch sagen, es wird so schnell auch keine Supplement-Startups mehr geben, weil die Ansprüche einfach immer höher werden und die ganzen Lieferketten komplexer, die zu bedienen, zu halten, wird alles komplexer, alles schwieriger. Daher, wir blicken verrückten Zeiten entgegen und ja, es ist von uns, kurz gesagt, keine Masche, weil es kostet dich immer mehr Geld, Produkte nicht im Lager zu haben. Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon. Wer soll absichtlich sein absolutes Flaggschiff-Produkt für, wie lange ist das jetzt? Ist der Galenicus Autostock? 4 Monate? Ein halbes Jahr ungefähr. 5, 6 Monate, ja, das macht ja keiner. Ja. Also muss man sich ja bloß mal überlegen, wie oft sich das Produkt gedreht hätte in der Zeit.
Ja, das hat jetzt, also wenn man jetzt so das Jahresergebnis von uns anguckt, das hat es natürlich schon sehr negativ beeinträchtigt, dass Galenicus und Steamcaps, also Steamcaps, die sind so von 0 auf 1000 gegangen. Das, muss ich sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass sie so gut angekommen sind. Und klar, wenn wir mehr hätten, könnten wir mehr verkaufen und dann ja auch wieder mehr reinvestieren, coolere Sachen machen. Aber es ist eine schwierige Zeit. Hm. Eine Frage zum nächsten Produkt, und zwar bezüglich des veganen Proteinpulvers. Haben wir auch schon gesagt, dass es fertig ist. Der ein oder andere schreibt mich da sogar privat an, wann man damit rechnen kann, weil das so ein, ich sag mal, so ein Painpoint ist, dass ab und zu noch woanders bestellt werden muss, weil wir schon noch den ein oder anderen Follower haben, der sich pflanzlich ernährt. Kannst du da ein Update dazu geben? Wir haben es ja fertig gemacht letztes Mal im Workshop. Mhm. Was ist so der Forecast? Also jetzt haben wir November, Ende November. Also solange nicht alle Rohwaren da sind, werde ich keine Forecast-Prognose mehr geben. Ich habe gefragt, ihr habt es gehört, ich habe gefragt. Nee, da ist auch die Rohwarenbeschaffung aktuell tricky, gerade wenn man da... Also mittlerweile habt ihr es ja so gemerkt, dass wir schon oft so einen eigenen Weg gehen bei den Produkten, nicht einfach das machen, weil es alle machen gerade, ohne jetzt da irgendwie eine Sinnhaftigkeit dahinter zu haben. Und dementsprechend ist es dann aber immer schwieriger mit den Rohstoffen. Dann kriege ich dich jetzt vielleicht mit der nächsten Frage, weil da fragt jemand, welche drei neuen Supplements, die du in deiner Story gezeigt hast, kommen demnächst auf uns zu. Und wann? Ich habe ja schon mal im Livestream, ich habe das sogar hier, weil ihr es euch gewünscht habt, Magnesium Big Pack. Und das andere verrate ich jetzt noch nicht. Ich habe es mal im Livestream gezeigt, aber mehr nicht. Hast du auch gezeigt, die, was es ist? Ich habe gesehen, du warst live, aber ich war nicht anwesend. Ja, ich habe da auch gesagt, was ist. Und wer jetzt im Livestream war, der kann es praktisch hier auch reinschreiben. Ja. Sorgen wir für ein bisschen Interaktion auf YouTube. Aber ich verrate es jetzt noch nicht. Aber es sei so viel gesagt, wenn der neue Shop fertig ist, kommen die neuen Produkte. Hat einfach den Hintergrund, dass ich so die Befürchtung habe, wenn wir zum Beispiel jetzt zum Black Friday das bringen, wir haben ja aktuell immer das Problem, dass zu viel Traffic die Seite lahmlegt. Und wenn wir ein neues Produkt launchen, und in dem Fall sind es direkt drei, dann ist natürlich so sehr viel Traffic und der muss bedient werden. Mhm. Ja. Also ihr habt es gehört, drei neue Supplements kommen auf euch zu, und das wird, ja, ich will jetzt auch wieder nicht zu viel sagen, aber das wird dieses Jahr noch was werden. Also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja, ja. Also ich habe, heute ist Freitag, am Mittwoch mit dem Nico, falls er das hört, Grüße an der Stelle, habe ich nochmal ein Meeting gehabt, und er hat es mir zugesichert. Und ja, also die sind jetzt auch sehr fortgeschritten schon, und die werden auch froh sein, wenn sie das Projekt zum Abschluss bringen. Weil, ja, ich glaube, viele Menschen, viele Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind es nicht gewohnt, dass jemand einfach so, also wir haben halt schon immer sehr konkrete Vorstellungen, wissen sehr genau, was wir wollen, wie wir es wollen, und sind dann entsprechend anspruchsvoll und penetrant. Dann komme ich zur nächsten Frage. Ich trinke hier gerade meine EAAs im Geschmack Iced Tea Peach. Wir haben ja noch zwei weitere. Also einmal Cola Kirschkracher Candy sozusagen. Mhm. Also Kirschcola, hier wird uns keiner abmahnen dafür. Und Apple Ring Blueberry. Werden neue EAAs folgen in anderen Geschmacksrichtungen, fragt hier jemand. Ja, wir haben schon drei weitere fertig. Und ich denke, nächstes Jahr wird die eine oder andere Geschmacksrichtung kommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht so ein Fan davon, einfach irgendwie immer viele Geschmacksrichtungen auf den Markt zu bringen, sondern alles muss immer so knallen. Alles muss ein Hit sein.
Also wenn wir Musik machen würden, dann müsste so jedes Lied müsste so ein Hit sein können. Hm. Jedes Lied müsste eine Single sein können. Und so ist es mit den Geschmacksrichtungen auch. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das ist schon 3-4 Jahre her, mit einem Supplement-Hersteller. Der hat mir damals ganz stolz gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ESN oder MyProtein war, ich glaube ESN, da hat er mir damals gesagt, wir haben jetzt mehr Geschmacksrichtungen als ESN. Und dann dachte ich so, ja okay, aber es sagt jetzt ja nichts über die Qualität aus, ja, ob das richtig gut schmeckt. Und lieber habe ich nur ein Drittel von dem, was ESN oder MyProtein oder sonst wer hat. Aber die sind richtig, richtig gut. Man muss ja auch sagen, beispielsweise Firmen wie MyProtein, die haben sehr, sehr viele Geschmacksrichtungen, aber die sind dann auch für verschiedene Märkte. Beispielsweise so ein Geschmack wie After Eight, da wirst du jetzt in Deutschland nicht, wird jetzt nicht ein Butterkeks als Topseller ablösen, ja, weil da ist einfach der Markt gar nicht dafür da. Aber in England oder Großbritannien allgemein kommt sehr, sehr gut an. Genauso ist in Amerika, haben die Menschen andere Präferenzen. Im asiatischen Raum haben die Menschen andere Präferenzen. Alleine innerhalb Europas haben die Menschen verschiedene Präferenzen. Und dementsprechend, das ist das, wenn ich sage, viele Firmen machen etwas, aber die Sinnhaftigkeit sehen sie nicht immer. Ja, es bringt jetzt nichts zu sagen, ja, wir haben genauso viel Geschmacksrichtungen wie MyProtein. Ja, okay, MyProtein ist ein Global Player so. Ja, und wenn du kein Global Player bist, macht es keinen Sinn, wie einer zu agieren. Ja, und da ist ja auch die Frage, ist nicht zu viel Auswahl wieder der Grund dafür, dass man nachher gar nichts kauft? Also ich habe mich selber schon ganz oft in der Situation gesehen, dass ich dann dieses Dropdown-Feld gesehen habe mit den Geschmacksrichtungen. Und dann siehst du irgendwie Chocolate, Double Chocolate, Chocolate Fudge Brownie, Chocolate Cookie, Double Chocolate Cookie Extra und du weißt selber gar nicht mehr den Unterschied und dann kaufst du nachher gar nichts. Dann gehst du irgendwo hin, wo du halt deinen einzig normalen Schokoladengeschmack bekommst und der schmeckt halt nach Schokolade. Was ist jetzt bei dem anders? Dann guckst du irgendwie die Nährwerte an, erschließt sich einem auch nicht, was jetzt da anders gemacht wurde. Deswegen, also ich glaube, das ist nicht immer gut, zu viel an verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu haben. Ja, es geht halt am Ende des Tages uns zumindest um Exzellenz und du hast dann wahrscheinlich halt, wenn du ein Schoko in 20 Varianten hast, glaube ich nicht, dass du dann 20 Mal absolute Exzellenz hast. Ja. Bringt mich zur nächsten Frage, die da eigentlich so in die Richtung geht. Welches Supplement würdet ihr niemals rausbringen? Oh, viele. BCAAs. Ja. Testo-Booster. Fettburner, Testo-Booster, irgendwelche Beef-Proteine, schlechte Booster. Wahrscheinlich so, nimm jetzt irgendeinen namhaften Hersteller und dann ziehst du 50% der Produkte, die die verkaufen, ab und dann bist du so bei uns wahrscheinlich. Ja. Also es gibt viele. Habt ihr sowas wie ein Clearway-Protein geplant? Ja, sind wir auch mitten in der Entwicklung. Mehr möchte ich noch nicht sagen. Okay. Ja, das ist tatsächlich so, was die Zuschauerfragen angeht, zu den Supplements auch alles. Hast du irgendwas auf der Liste, was wir hier noch erwähnen müssten im Supplement-Blog? Bei dir kommt ja über die DMs auch hin und wieder Input rein. Ja, aber also das meiste ist wirklich Galenicus. Also das ist, ich will nicht sagen, dass ich mittlerweile davon genervt bin, ja, aber es ist schon sehr, sehr viel, was da reinkommt an Rückfragen. Ansonsten. Ja, man ist nicht genervt von den Fragen, man ist selber genervt, dass das Produkt einfach nicht da ist. Ja, von der Situation einfach, ja, und das, ich glaube, es wirkt dann oftmals so, gerade als Außenstehender, wenn man alles nicht so gut einschätzen kann, denkt man sich, sag mal, warum kriegen die das nicht hin, ja, so. Das, aber da muss ich halt schon auch nochmal betonen, ein Galenicus ist halt ein anderes Kaliber. Irgendein Booster mit 7 Inhaltsstoffen, wovon
3 Kreatin, Beta-Alanin, Koffein, Citrullin, das ist halt so easy, das ist entspannt, ja. Das kannst du schnell besorgen, das ist so sensorisch dankbar, das ist aber dann nicht diese Exzellenz. Ja, Exzellenz hat immer auch entsprechende Herausforderungen. Mhm. Gut, dann können wir meinetwegen zu den allgemeinen Zuschauerfragen übergehen, weil ich habe auch da wieder 10 Stück, also die werden wieder etwas Zeit in Anspruch nehmen. Könnte ich mir vorstellen, je nachdem wie ausschweifend du antwortest. Okay. Es geht auch wieder direkt um Supplements und zwar die Marke HBN. Ich kann jetzt gerade nicht auswendig sagen, was das übersetzt oder für was das die Abkürzung ist. Ist, glaube ich, eine Marke im Peak-Universum. Also die Marke HBN hat jetzt auch ein Anti-Stress-Supplement. Siehst du Parallelen zum Readapt-Stack? Ich würde sagen, seit dem Readapt-Stack sind wahrscheinlich 5 ähnliche Produkte rausgekommen. Sehr ähnliche. Ja, auf dem deutschen Markt. Teilweise. Ja. Ja, genau. Also ich spreche jetzt immer vom deutschen Markt natürlich. Und wenn man in die Produktbeschreibung reingeht, dann kann man sich schon hier und da mal überlegen, das mal zu einem Anwalt zu schicken und dass er mal drüber guckt, ob da nicht die eine oder andere Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat. Ja, also ich denke, es ist so klar, dass wir oftmals so den Blueprint vorgeben und das wird dann halt so ein, ja, jetzt nicht ganz so viel Ambition und Exzellenz kopiert. Ist so ein bisschen, wie weiß ich nicht, bei so technischen Geräten dann die chinesische Nachahmung, die kostet dann meistens nicht so viel, ist aber halt auch nicht so, hat nicht dieselbe Qualität und meistens können es die Firmen gar nicht erklären, sieht man dann an der Produktbeschreibung oder die ist dann so sehr von uns abgekupfert, dass wir dann eine böse E-Mail hinschreiben müssen und sagen müssen, hey, das ist jetzt, habt ihr noch nicht mal euch Mühe gegeben, das umzuschreiben, klopf auf die Finger, ja, ja, ich glaube, also Wir schicken ja die Leute das auch immer zu, keine Ahnung, ESN, die jetzt ein Zimt-Sterne-Way auch auf den Markt gebracht haben oder auf den Markt bringen, ich weiß nicht, ob schon da ist, oder Firmen, die jetzt auch Pump-Booster rausbringen, die 30 Gramm pro Portion haben und auch nicht klumpen, ja, wer war denn da der First Mover? Ja, aber das ist so, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, Nachahmung ist einfach die größte Form der Anerkennung. Und das gibt uns ja auch Recht und bestätigt und bestärkt uns in dem Weg, wie wir ihn gehen, weil es würde ja nicht nachgemacht werden, wenn es jetzt irgendwie doof wäre. Was man aber sagen muss, wir nennen die Produkte schon nicht so, wie es ganz viele andere Hersteller machen. Also Readapt-Stack, das ist ja wirklich genau die Bezeichnung dafür, was es am Ende auch machen kann. Und wenn ich dann so lese, Anti-Stress, Burnout, Fight und was weiß ich, dann denke ich mir halt, das vermittelt den Leuten wieder irgend sowas ganz Großes, was es halt am Ende nicht ist. Weil wenn du in der tiefen Depression steckst und ich rede jetzt nicht von, ja, ich fühle mich gerade nicht gut und verkauf das jetzt als Depression, dann bringt dir auch kein Readapt-Stack was. Aber wenn du irgendwo liest Anti-Stress oder Burnout, Fight oder so, das vermittelt dir eventuell den Eindruck, dass du da damit dann diese Depression, dieses wirkliche Burnout bekämpfen könntest. Ist ja wie Fatburner damals oder heute noch so. Ich sehe das natürlich in meiner Bubble nicht, aber ja, ich glaube, nicht jede Firma, muss ich jetzt anders sagen. Also ich glaube, ESN hat keinen Fatburner und Rocker hat auch keinen Fatburner. Alle anderen haben einen, oder? Ich müsste jetzt die Shops sehen, aber viele immer noch, also, und sie verkaufen es halt anders. Die allermeisten. Ja. Und am Ende des Tages ist es halt so, jedes Produkt ist halt auch immer nur so gut wie das Handling drumherum. Beispielsweise, also Stress ist ja für mich ist so ein ganz großes Thema. Ja. Aber warum ist es so ein ganz großes Thema? Ja, weil halt mein Stressmanagement dann entsprechend nicht
so gut ist, wie es sein könnte. Oder auch jetzt mit dem Thema Schlafen. Ich teile ja bei mir oftmals so Screenshots von dem Ring hier, vom Aura Ring. Und ich muss halt auch gucken, dass ich meine Schlafhygiene einhalte. Und dann kommt natürlich auch Insomnia und Melatonin. Und also ich nehme alles, hab's immer direkt vorm Schlafen gehen. Das hat jetzt auch keinen wissenschaftlichen Grund oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt da auch keine Studie dazu gelesen und keine Matheformel ausgerechnet, sondern ich nehme halt immer vorm Schlafen gehen sowieso mein Insomnia. Ich nehme sowieso Melatonin. Also habe ich beschlossen, ich gebe da meinen Creabeta-Stack rein. Ich gebe da meinen Punkt, 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 Plus rein, was jetzt bald kommen wird, Readapt-Stack etc. Habe ich so einwisch und passt und nachts regeneriere ich so. Ist dann für meinen Kopf auch schön. Aber das ist alles so keine Zaubermittel, sondern ihr müsst natürlich drumherum gucken, dass euer Verhalten auch entsprechend gut ist. Und das versuchen wir euch ja auch mit auf den Weg zu geben. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum dann bei uns die Kunden einfach dabei bleiben. Wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, eine sehr, sehr hohe Quote an Kunden, die wieder kaufen. Liegt so um die 70%. Und das liegt einfach daran, dass wir keine falschen Versprechungen machen, sondern das, was wir sagen, das kann auch eingehalten werden, vorausgesetzt, ihr haltet euch so an eine gewisse Hygiene oder Management. Ja, dann, je nachdem, welches Produkt ist das, könnt ihr euch das passende Keyword aussuchen. Ja, wir hätten ja aus den Stim Caps auch den Stim Burner machen können. Natürlich ist es ein Stim Caps Produkt, wie es bei uns erhältlich ist, eine Hilfe in der Diät, wenn man das so möchte. Kann das sein. Steht bei uns dann auch da drin irgendwo in der Produktbeschreibung, aber es steht halt nicht vorne drauf Stim Burner, Fat Burner Activity oder irgendwie sowas. Genau. Aber klar, was haben Stimulantien für einen Effekt? Sie können den Hunger dämpfen. Kennt jeder, der zum Beispiel der lange nichts gegessen hat und dann trinkt er einen Kaffee und dann ist das Hungergefühl nicht mehr so stark oder vielleicht sogar weg. Klar, da ist dann nochmal die Kombination mit der Flüssigkeit. Ja, und bei den Steam Caps ist es genauso. Ja, also ich faste ja immer. Und wenn ich dann morgens die Steam Caps nehme, vor dem Training mit Wasser, ich mache es nicht jeden Morgen, weil ich versuche auch so nicht immer Stimulantien zu mir zu nehmen, aber ich mache es gerne auch mal. Und dann, klar ist so, dass ich dann länger es aushalte, nichts zu essen. Ja. Aber ich habe auch Tage, also zum Beispiel heute Morgen, da hatte ich so ein Workout gemacht, langes Flexibility Stretching und dann ein sehr intensives Workout, wo ich so 700-800 Aktivitätskalorien verbrannt habe innerhalb von einer Stunde, dann hast du danach Hunger und dann ist egal, was du für Burner oder sonst irgendwas dir reinknallst, dann schreit dein Körper nach Essen so. Ja. Und dementsprechend alles muss immer mit so einer gewissen Intelligenz und Achtsamkeit eingesetzt werden. Die Produkte, die können euch helfen, die helfen euch auch, das ist so gar keine Frage, aber die können nicht einfach Scheißverhalten glatt bügeln. Kein Produkt kann das. Selbst bei Medikamenten ist es so, dass es nicht geht. Auch wenn das ja den Menschen leider immer so suggeriert wird, ja, gehst zum Arzt, der gibt dir eine XY und dann geht's. Nein, geht nicht so. Du musst immer mitwirken, du musst immer mitarbeiten. Auch ein Physio, ja, auch der wird nicht irgendwie der Gamechanger für euch sein. Er ist dann wahrscheinlich der Gamechanger, wenn er euch Hausaufgaben aufgibt und ihr setzt sie um. So, und natürlich kann Physio dafür sorgen, dass ihr euch so temporär gut fühlt, aber dauerhaft etwas wegbekommen werdet ihr wahrscheinlich nicht. Ihr werdet wahrscheinlich Übungen dafür machen müssen. Nächste Frage. Dir wurden ja neulich auf Instagram Follower gekauft. Was denkst du, steckt dahinter? Ja, da wollte mir jemand vermutlich eins auswischen. Ja, weiß ich nicht. Für mich ist sowas richtig dumm, weil das ist ja so die Zeit des anderen Menschen. Ja, da muss er sich mal überlegen. Da setzt sich jemand hin und investiert dann da Zeit und Geld
um jetzt dann mir in Anführungszeichen zu schaden. Und da entsteht ja nicht so ein echter Schaden. Ja? Also wir sind dann da rein und haben die einfach alle gelöscht und dann gibt keinen Schaden. Ist nervig, aber ist kein Schaden. Da wohnst du mietfrei im Kopf einer anderen Person, ist ja auch ein ganz lustiger Gedanke. Ja, also ich würde es nicht machen, aber okay. Was hältst du von Influencern, die Werbung für die Pizza von Capital Bra machen? Also muss ich ehrlich sagen, das ist ein Phänomen. Das hast du mir neulich irgendwie geschickt und dann kamen da so 20 andere Influencer in der Fitnessszene. Yeah. Fand ich krass. Deswegen auch hier eine Zuschauerfrage, ist anderen Leuten auch aufgefallen. Was sagst du denn dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so ein bisschen, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nichts ganz Böses sage, aber ich finde das, sagen wir mal, komisch, weil das wird ja so ein bisschen verargumentiert wie, ja, wir Bodybuilder, wir essen ja auch nicht alle bloß Pute, Reis und Brokkoli und wir gehen ja auch nicht jeder auf die Bühne, dann cheatet man auch mal. Okay. Da denke ich mir so, finde ich gut, dass du das sagst, weil es stimmt ja. Ist ja auch was, was wir jetzt so die letzte Zeit immer predigen, sondern nicht jeder frisst immer den ganzen Tag bloß clean. Aber eine Pizza von Capital Bra, das ist eine Tiefkühlpizza, die schmeckt scheiße. Ja. Ich habe ich wohne hier in Convestheim. Das ist ja so ein kleines, ich sag mal, Dorf in der Nähe von Stuttgart, in der Nähe von Ludwigsburg. Wir haben hier eine richtig geile italienische Pizzeria. Den supporte ich gerne. Und da zeige ich dann auch, guck mal, die Pizza, die ich da esse, schön so fluffig, knuspriger Rand und wirklich italienische Zutaten. Aus dem Büffel Mozzarella. Ja, es schmeckt einfach geil. Da habe ich auch gecheatet. Da habe ich auch nicht Pute, Reis und Brokkoli gegessen. Manciare. Ja, aber dann habe ich doch genau dasselbe kommuniziert und muss mich nicht für so eine Capital Bra Pizza irgendwie hergeben. Ich weiß nicht, ob die dafür Geld bekommen. Ich hoffe, weil 1000%. Weil wenn du es nur für die 10 Pizzakartons machst, die du da bekommst, die kannst du dir auch selber kaufen. Und die schmeckt, wie gesagt, die wird jetzt nicht scheiße schmecken, aber das ist kein Vergleich zu einer italienischen Pizza. Ja, also ich denke, Tiefkühlpizza ist jetzt nicht die geilste Pizza, die man essen kann. Wie du schon mal richtig sagst, ja, wenn man zu einem Italiener geht und dann da eine richtige Steinofenpizza isst, das ist ja so. Das essen wir ja gerne. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dadurch, dass die meisten Bodybuilder nicht so viel verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen, haben die, was den Geschmack angeht, die sind jetzt nicht so komplett verkorkst wie so Leute, die wirklich nur Müll in sich reinschaufeln. Dementsprechend würde ich sagen, haben die auch so ein gewisses geschmackliches Niveau. Und ich bin da voll bei dir und das ist ja auch so ein bisschen meine Mission, muss ich echt sagen, das ist so meine Mission, den Leuten so ein Fitness-Lifestyle zu zeigen, den sie leben können, ohne irgendwie Essstörungen zu bekommen, ohne ein sozialer Krüppel zu werden und sonstiges, ne? Und ich finde es gut, wenn man dann auch mal zeigt, so ey, ich fresse nicht nur Pute, Reis und Brokkoli, aber ich nehme das dann den Leuten nicht so wirklich ab, wenn sie dann halt nie irgendwie etwas anderes zeigen. Und dann kommen sie mit dieser Capital Bra Pizza. Und Capital Bra, ich gönne das dem voll. Ja, das ist so ein, das war früher mal so ein Hänger aus Hohenschönhausen, echt nicht prädestiniert, um irgendwie so eine Biografie hinzulegen, wie er das jetzt macht. Feier, ich finde ich voll geil. Ich gönne das ihm. Ja, ich gönne den ganzen Jungs, die jetzt irgendwelche Zucker, Eistees und den ganzen Müll verkaufen. Ich meine, ob jetzt das die Leute von Nestle oder von Shirin David und Capital Bra kaufen, dann lieber von denen. Ja? Mhm. Aber jetzt muss man ja sagen, so unser Circle, diese Fitnessbranche, wir kaufen das eigentlich nicht. Ja? Und es mag den einen oder anderen geben, der sich auch mal irgendwie eine Tiefkühlpizza kauft und die dann aufpimpt, habe ich auch schon gemacht. Ja? Ja. Also ich esse auch nicht immer beim besten Italiener, habe auch schon irgendwie eine TK-Pizza mir geholt und habe dann noch irgendwie so extra Schinken und Leitkäse und habe die, das war dann so ein Doppeldecker, ja, und dann war das nicht richtig geil, aber es war so okay für das, was es ist. So. Es gab doch damals diese Wagner Balance in diesen zwei Varianten. Gibt es irgendwie nicht mehr, keine Ahnung warum. Ich habe die auch regelmäßig gekauft und dann aufgepimpt. Ja.
Oder hier die Rocker-Pizza, kann man ja an der Stelle auch sagen, hey, ich habe die auch oft gekauft und dann so ein bisschen aufgepimpt. Aber das ist jetzt nicht eine Offenbarung von einer Pizza. Ja? Nee. Überhaupt nicht. Ja? Ist so okay für das, was es ist, aber das ist jetzt keine Offenbarung. Und grundsätzlich ist es so, weißt du, es gibt natürlich auch so Dinge, die wir alle vielleicht tun und benutzen, die sind jetzt vielleicht nicht so fancy, aber wir benutzen es. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hoffe, jeder benutzt zu Hause eine Klobürste. Und wer es nicht tut, ja, gerade die Jungs, holt euch eine. Macht es. Ja. Holt euch eine, weil wenn ihr dann mal Damenbesuch habt, kommt das nicht so geil. Ja. So, jetzt ist aber so die Frage, wenn zu mir morgen eine Klobürstenfirma kommt und sagt, hey Marcel, hier, willst du Werbung dafür machen? Ich würde sagen, nein. Warum würde ich sagen, nein? Ja, ist nicht cool. Dann sagen die, ja, aber Marcel, das ist ja schon authentisch, weil du wirst wahrscheinlich eine Klobürste benutzen. Ja. Sag ich, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht dafür Werbung machen. Und so ist für mich diese, es ist ja nicht die Capital Bra Pizza, sondern es ist eine 0815 Tiefkühlpizza, die jetzt, heute hat sie Capital Bra vorne drauf, morgen hat sie Shirin David und übermorgen hat sie die TikTokerin, die wir jetzt alle noch nicht kennen, die aber übermorgen 20 Millionen Follower hat. So. Und das ist ja einfach so ein Retortenprodukt. Ja? Nochmal, ich gönne es dem Kapi, alles cool. Ich hoffe, er verdient damit richtig viel Geld und macht dann damit etwas Cooles. Ja? Aber wir müssen uns jetzt nichts vormachen, dass es nicht cool ist. So. Und die, die das machen, die werden es nur wegen dem Geld machen, auch wenn sie es irgendwie versuchen, cool und authentisch zu verkaufen. Nur ich glaube mittlerweile, die viele verstehen gar nicht mehr, was authentisch sein bedeutet. Ja, ich glaube, es hört da auf, wo man sich selbst überlegen muss, wie kann ich das jetzt authentisch verkaufen? Ey, wenn du es authentisch verkaufen kannst, dann brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, weil dann ist so, ey, das ist eine Proteinpizza, die schmeckt geil, die hat geile Werte. Da muss ich nicht sagen, ja, ich esse sowas auch mal. So, das kannst du dann jeden Tag essen, was passt dann super von den Nährwerten. Aber wenn ich mir überlegen muss, wie kann ich jetzt eine Capital Bra Pizza verkaufen? Ach ja, ich cheate ja auch mal und wir sollten das sowieso alle nicht ganz so eng nehmen und sowas. Dann sind das so Pseudo-Argumente und das so leicht zu durchschauen. Ja, aber es wird nur nicht ganz so eng genommen, wenn ich irgendetwas verkaufen kann. Ja. Und das ist dann halt, das ist Fake Shit, ja. Ich habe letzte Woche, war ich in so einem echt krassen Burgerladen. Also alleine die Pommes hatten, glaube ich, 1000 Kalorien, weil die waren dann mit Käse, Soße. Und das hier die frittierte Snickers dann, und so. Ja, dann habe ich da frittierte Snickers gegessen, frittiertes Oreo und Burger, so mit dreifach Fleisch und doppelt Fleisch. Das war so ein Event, ja. Und ich zeige das dann, weil jeder oder die allermeisten sagen so, ey, das ist wirklich crazy, so krass. Aber niemand sagt jetzt bei einer Tiefkühlpizza, ey, voll crazy, eine TK-Pizza für 2,90 Euro. Vielleicht kostet die auch ein bisschen mehr, weil es auf Capital Bra gebrandet, ja, aber ja. Ich finde es so interessant, wie viele dann doch irgendwie nicht verstehen, was ist jetzt so Retorten-Opportunisten-Scheiße und was ist einfach cool. Was ist cool? Ich hake da direkt ein mit der nächsten Frage, weil die passt da super, muss ich ein bisschen vorziehen. Wie findest du es, dass manche Influencer sich gefühlt nur noch von ihren eigenen Produkten oder denen ihres Sponsors ernähren, die dann zu allem möglichen Zweck entfremdet werden? Also, bei mir ist es mittlerweile so, ich gehe gerne auf diese Profile und schaue mir das an und
empfinde das wirklich wahnsinnig grotesk. Ich finde es super interessant, aber ich finde es extrem grotesk und ich frage mich immer, was sind das für Menschen, die denen folgen, weil das ist doch so ein krampfhaftes Verkaufen. Also, das ist so ein, für mich ist das mittlerweile so ein Level. Ich gucke nie Fernsehen, aber ich mache auch gerne mal den Fernseher an und schaue mir das dann so aus der Vogelperspektive so analytisch an. Dann gucke ich mir auch so QVC an, mal so 15 Minuten, ja, und gucke mir das an und wie ist die Delivery, wie ist so das Set aufgebaut, wie sieht das Ganze aus, und dann finde ich das immer spannend, dass das wohl funktioniert und dass das Leute dahingehend triggert, dass sie kaufen. Genauso, also weiß, gerade Fernsehen finde ich so ein sehr gutes Beispiel, weil ich gucke mir da echt vieles immer an. Also nicht oft, ja, ich mache das nicht oft. Aber wenn ich das mache, dann gucke ich mir da so, keine Ahnung, was mittags jetzt auf RTL oder so läuft. Ja. Und dann gucke ich mir das so an und denke mir so, okay, krass, es gibt jetzt Leute, die gucken das nicht wie ich jetzt so analytisch an, sondern die finden das geil. Die gucken das an. Und die kaufen das an und finden das gut und die gucken das auch immer wieder an. Und so ist es bei mir mittlerweile mit diesen ganzen Influencern, Fitness-Influencer. Für mich sind die meisten auch keine Athleten mehr. Das sind Influencer jetzt. Weil es geht nur noch darum, diese Produkte zu präsentieren und die machen ja immer dasselbe und es ist auch immer dasselbe, was sie sagen und die lassen sich da jetzt auch nichts einfallen oder sonst irgendwas. Also für mich ist das jetzt nicht so einfallsreich, da jeden Tag irgendwie aus 10 Flavorpulvern ein Flavorpulver rauszusuchen und eine Packung Quark zu vertilgen. So. Und ich finde das crazy, ich finde das voll cringe. Ja, genau. Für mich ist das mittlerweile so wie diese Leute, die anderen beim Gaming zugucken. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich finde das super interessant, das Phänomen. Ich verstehe das aber nicht. Ja? Und bei mir selber ist es so, ab und zu zeige ich mal, wie ich jetzt unsere Produkte einsetze. Aber ich denke mir oft so, okay, ich kann gar nicht so behämmert sein, dass ich jeden... Also mein Abend sieht immer gleich aus, außer ich gehe sehr, sehr spät schlafen, habe sehr viel gegessen oder war, was ich ja ab und zu mal mache, war mal irgendwie Party machen. Ja? Ja. So. Aber ich gehe zu meinem Supplement-Schrank, ich nehme mir das Somnia, Crea-Beta-Stack, Melatonin, Readapt-Stack, Omegas, Multi-Backup, jetzt das neue Produkt, was kommen wird. Kokumin. Ja, können wir das Kind beim Namen nennen? Ja, jetzt haut das raus. Auch. So, und dann nehme ich das, mix das an, trinke das, dann gehe ich ins Badezimmer und ich habe so eine Schiene, die ich nachts immer trage. Nicht so eine behinderte Dr. Smile oder sowas Schiene, sondern die habe ich von einem normalen Zahnarzt, damit ich nicht mit den Zähnen knirsche, so, weil ich immer noch so zusammenbeiße, ja, meine Zähne. So, da mache ich das in meinem Mund und schlafe. Leg mich hin und schlafe. So. Und dann mache ich entweder so Sleep Sounds an oder ich höre mir irgendwie einen Podcast oder ein Hörbuch an. So. Und das ist immer gleich. Und ich würde mir wirklich, wirklich behindert vorkommen, wenn ich das jeden Tag zeigen würde auf Instagram. Ich habe so kein Problem, das auch mal zu zeigen, aber ich mache das von 7 Tagen in der Woche 5-6 Mal. Das ändert sich auch nicht, ja? Wenn ein neues Produkt bei uns dazukommt, ja, hier, Kurkumin, das wird jetzt dazukommen, so, dann kommt es dazu in meinen Stack, ja? Dann ist mal irgendwie, keine Ahnung, Multi-Backup ausverkauft, dann habe ich vielleicht auch keine Dose mehr, dann habe ich es nicht, so. Dann freue ich mich, wenn es wieder kommt, so. Und dann mache ich vielleicht mal so ein Story, ey, geil, Multi-Backup wieder da, weil mittlerweile ist so, wenn wir etwas nicht haben, ich kaufe es auch nicht von einer anderen Firma.
Aber ich würde mir wirklich behindert vorkommen, wenn ich das jeden Tag machen würde, weil das ändert sich auch nicht, ja? Und ich finde es interessant, dass andere es interessant finden, jeden Tag dieselbe Scheiße von den Influencern zu sehen. Finde ich total crazy. Ja, und dann muss man ja noch dazu sagen, dass ja von diesen Influencern quasi kommuniziert wird, guck mal, nimm dies Produkt, nimm das Produkt, dann sparst du hier was, dann sparst du da was. Und vorher kommen ja viele, die diesen Menschen folgen, aus einer, man muss sagen, Essstörung. Wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwie bloß Pommes, Chips und Burger frisst und dann, keine Ahnung, 40 Kilo Übergewicht hast, dann ist eine Essstörung. Fakt. Ja. So. Und wenn du dann denen folgst, die ihre Pulver, ja, die ihre Pulver mit ins Restaurant mitnehmen, um dann irgendwie ihren Nachtischquark noch mit irgendeinem Geschmackspulver zu versüßen und dann, keine Ahnung. Also ich finde das krass, dass den Menschen nicht das auffällt, dass sie... respektlos. Ja. Der Gastronomie das ist, gegenüber. Das zum einen. Also ich würde, wenn ich also mir das so rollen würde, sagen, verpiss dich. Ich würde dir raus. Ja. Ja. Da kannst du eine Story machen, wie ich dich jetzt rauskicke. Ja. Ja. Das zum einen, und dass man eben die Leute, die denen ja folgen, weil sie Probleme haben mit dem Essen, weil da irgendwelche Trigger, irgendwelche Mechanismen anspringen, sobald die XY essen, dass man die wirklich auf die Reise mitnimmt, sie in die nächste Essstörung zu katapultieren. Das finde ich sogar moralisch, ethisch sehr verwerflich, muss ich sagen. Finde ich auch nicht witzig. Finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Ja, also man muss ja dazu sagen, nicht jeder hat jetzt eine Essstörung und nicht jeder Influencer hat eine Essstörung oder eine Störung. Aber man muss sagen, die Quote ist sehr, sehr hoch. Also ja. Viele, wirklich sehr, sehr viele, die haben eine absolute Macke. Die haben ein absolut gestörtes Selbstbild, die haben ein absolut gestörtes Verhalten, die können nicht mehr an einem normalen sozialen Leben teilnehmen, die hängen immer vor dem scheiß Handy, ihr Selbstwertgefühl hängt sehr, sehr stark davon ab, auch von ihrem Körper, wenn sie nicht mehr in der Bestform sind, bricht eigentlich schon direkt eine Welt zusammen. Also ich weiß noch von den Train-and-Talk-Drehs, ja, teilweise, wenn da der ein oder andere nicht in Topform war, das waren Leute, ja, groß wie ein Baum, die dann so ganz unsicher vor mir standen und meinten, ja, meinst du, ich kann jetzt im Stringer trainieren, mein Wettkampf ist ja jetzt 7 Wochen her und ich bin jetzt nicht mehr so, und das ist schon echt kritisch. Also ich hoffe, ja, dass die meisten so sind wie ich, dass sie das so aufgrund des Cringeness-Levels angucken und nicht, weil sie jetzt das ernsthaft irgendwie als Inspiration nehmen für ihr eigenes Leben, weil das sind Leute, ich habe schon oft gesagt, da geht das Hirnschmalz wirklich nur dafür drauf, wie sie jetzt ihren scheiß Quark fressen. Mhm. So, und bei euch wird das nicht so sein. Ihr habt Family, ihr habt einen Job, etc. Ihr habt gewisse Herausforderungen, soziale Herausforderungen, was ja schön ist, ja, das ist ein Privileg, das zu haben, das ist schön, das zu haben, ja. Ihr habt Leute, mit denen, die wollen mit euch interagieren, die wollen mit euch mal Geburtstag feiern, die wollen mit euch samstagabends weggehen. Das haben die oftmals gar nicht mehr, weil die sich so abgekapselt haben und so eine Macke haben. Also, sorry, wer seine Supplements mit in ein Restaurant nimmt, ja, der hat den Knall nicht mehr gehört. Und dann irgendwie ein Restaurantessen versucht aufzupimpen. Dann ist es das falsche Restaurant. Da stimmt einfach gar nichts. Ja. Also wenn du vom Training abends nach Hause kommst und deine Freundin kocht dir, keine Ahnung, ein Stück Lachsfilet, was ja Fett hat. Ja. Und da gibt's einen Salat dazu. Und du gehst in die Küche, um dir ein extra Dressing aus Wasser und Essig zu machen, weil da 10 Milliliter Olivenöl drin sind, dann hast du eine Essstörung. Punkt. Fertig. Also ja, ist so. Wenn du jetzt nicht in der letzten Wettkampfvorbereitungswoche bist, dann ja, hast du eine Essstörung. Und das sage ich so, wie es ist. Dann bist du krank, wenn du dann versuchst, irgendwelche... Du hast keine gesunde Balance mehr, ja. Naja, völlig verloren gegangen. Auch wenn man irgendwie dann ja, abends im Restaurant irgendwie, keine Ahnung,
die Vorspeise mit Brot und Aioli nicht isst, diese zwei Stückchen Baguette, die man da reintunkt, ja, dann bist du krank für mich. Dann kannst du wirklich nicht mehr teilnehmen, wie du sagst, am sozialen Leben. Dann hat es nichts mehr mit, ja, ich finde da irgendwelche Alternativen, um mir Kalorien zu sparen. Ja, dann spar die den ganzen Tag über und geh deinen Freund nicht damit auf die Nüsse, wenn du mit denen abends ins Restaurant gehst. Ja, also ich halte das auch, wie soll ich sagen, ganz simpel, ja. Ich hau mir jetzt nicht mittags eine Capital-Bra-Tiefkühlpizza rein, ja, so, sondern wenn ich so für mich bin, dann habe ich da so, versuche ich so ein gesundes Essen zu essen, damit ich mich auch gut fühle. Ich kaufe auch meistens so eher gesund ein, weil ich weiß, für mich gibt es immer nur Packung oder nichts, ja, und daher, wenn, dann kaufe ich eine Packung und dann esse ich die gezielt oder ich lasse es dann von so Cheat-Sachen. Und wenn dann aber ein Event ansteht, so eine Experience, ja, dann versuche ich das mitzunehmen. Und es ist einfach ein Event, es ist ein Erlebnis, wenn ich in ein Restaurant gehe, dort eine sehr gute Küche genieße, einen sehr guten Service, sehr gutes Ambiente etc. Das ist ja ein Erlebnis so. Deswegen geht man ja essen. Man geht ja nicht essen, damit der Magen voll ist. Kann man auch Magerquark mit Süßstoff essen. So ist der Magen auch voll, hat ganz viel Eiweiß. Oh, toll. So, nein, es geht ja darum, ein Erlebnis zu haben. Ne? Und dementsprechend macht es Sinn, wenn kein Erlebnis ansteht, sich eher so ein bisschen zurückzuhalten, um dann das Erlebnis zu genießen. So ist meine Taktik. Ich fahre damit sehr gut. Guckt euch da was ab. Nächste Frage. Warum bringen so viele Firmen ein Rice Meal raus? Gute Marge? Fragezeichen. Ich muss jetzt gestehen, ich habe das jetzt gar nicht so mitverfolgt. Ich weiß auch gar nicht, für wie viel die das verkaufen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, gute Marge, schlechte Marge. Das ist jetzt nicht das... Nee. Aktuell ist auch so mit den Rohstoffpreisen, was gestern noch günstig im Einkauf war, ist heute verrückt teuer etc. Mit der Marge kann ich jetzt nichts dazu sagen. Wir haben bei uns eben Maximus ja auch Instant-Reispulver drin. Ist das günstiger im Einkauf als das Süßkartoffelpulver? Ja, das ist jetzt aber auch nicht so irgendwie wie Zucker oder so, dass es so gefühlt gar nichts kostet. Aber der Grund, warum sie es für machen, ist, einer macht es vor, alle anderen machen es nach, weil sie glauben, da ist ein Markt. Und wenn ein Markt da ist, dann werden die Produkte verkauft. Also warum verkaufen Firmen im Jahr 2021 noch BCAAs? Gibt eben Leute, die das kaufen und dann verkaufen sie es. Ob das jetzt sinnhaft ist, ob das jetzt dem Kunden hilft oder nicht, ist egal. Wenn der Kunde in Anführungszeichen so blöd ist, dass er BCAAs kauft, gibt es irgendjemanden, der sich daran bereichert. Und bei jetzt so Reispudding, das ist jetzt nicht wie BCAAs, dass du das, dass du für dein Geld nicht so viel bekommst. Aber der Grund ist einfach nur, es kann verkauft werden, also wird es verkauft. Ich würde übrigens sagen, also grundsätzlich ist so ein Reispudding nicht verkehrt. Ich glaube aber, man muss so sehr, sehr stark differenzieren, passt, ist das ein Produkt, was zu mir passt oder nicht. Also die meisten, die eher so ein Problem haben, oder sagen wir es so, wenn du ein guter Esser bist, dann macht es keinen Sinn, auf so ein Reispudding zurückzugreifen. Warum? Der hält dich nicht lange satt. Der ist sehr leicht, kann dein Körper sehr einfach verdauen und dementsprechend hast du schnell auch wieder Hunger. Auch wenn das jetzt das ist kein Quatsch wie Zucker, ja, aber ist eben leicht verdaulich und dadurch hältst du dich nicht so lange satt. Ehrlich gesagt hast du mehr davon, wenn du einfach Haferflocken isst. In dem Fall, ja. Wenn du jetzt natürlich irgendwie Tobias Hane bist, 2,10 Meter groß, 130 Kilo schwer, der hat es natürlich jetzt nicht so einfach, seine Kalorien reinzubekommen. Ja? Und da macht es Sinn, auf so ein Produkt zurückzugreifen, weil es hat kein hohes Volumen und es macht nicht so lange satt. Und er muss ja sehr, sehr viel essen. Und für ihn ist es schlecht, wenn es ein hohes Volumen hat und lange satt macht. Aber jetzt zum Beispiel
alle, die jetzt nicht irgendwie mit solchen Maßen gesegnet sind, da, die tun sich wahrscheinlich mit Haferflocken einen größeren Gefallen und sparen auch noch, auch ihrem Geldbeutel tun sie einen größeren Gefallen. Mhm. Nächste Frage, woher weiß man, dass ihr kein Eiweiß streckt? Da zweifelt jemand, auf jeden Fall, höre ich daraus. Das sind für mich so die Momente, wo ich mir immer denke, wie kann man denn, also an was macht denn so jemand irgendwie Qualität fest und wie guckt der so auf die Supplement-Welt? Hm. Ich habe jetzt so, ich verstehe das nicht. Ja, das ist so, da fehlt mir so voll die Empathie. Ja. Weil ich bin natürlich in meiner Bubble und ich denke mir so, ey, ich rede doch immer Analysen, Analysen, Analysen. Ja, das ist so ein valider Nachweis von Qualität. Nicht irgendwie Horden an Influencern oder sonst irgendwas. Influencer sind auch nicht schlecht, nicht böse oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Ja. Keine Ahnung. Oder weil der letzte Lieblingsbodybuilder jetzt sagt, das Eiweiß ist super. Das ist so kein valider Qualitätsnachweis. Wir bringen den und da verstehe ich dann die Frage nicht. Und ich frage mich dann, aber wie ordnet die Person andere Marken ein? Also was bewegt den zum Kauf? Hm. Eigentlich würde ich den jetzt so gerne dazu holen und den so fragen. Ja, ist eigentlich auch mal eine interessante Idee. Also jeder, der da wirklich Zweifel hat, wir können ja mal in einem Podcast wirklich, hatten wir glaube ich schon mal die Idee, einfach mal jemanden dazu nehmen, den man dann auch so befragt einfach. Was ist so dein Eindruck davon? Warum vertraust du einer anderen Firma mehr als jetzt uns beispielsweise? Sind es die 23 Influencer, die die Produkte in die Kamera halten, was dann irgendwie den Trust erhöht, aber eine Analyse gibt es trotzdem nicht? Also was ist jetzt so der Grund, warum der Zweifel bei uns größer ist als bei anderen? Also klar, wir haben viel aufgedeckt, aber im Gegensatz zu vielen anderen Supplement-Herstellern nehmen wir unsere Produkte ja selber. Also wir wären ja doof. Also keine Ahnung, vielleicht ist das auch wieder nicht ausreichend genug, aber wenn ich jeden Tag einen Shake trinke, dann will ich, dass da drin ist, was draufsteht. Und der CEO von Firma, ich sag jetzt keinen Namen, der selber nicht mal Sport macht, das interessiert den Scheiß, ob da jetzt nachher 80% Eiweiß drin sind oder 56. Ja, und also bei den meisten Firmen ist das schon mal so, weißt du, wer der Chef ist? Also kennst du da irgendjemanden, der dafür steht? Hm. Kennst du irgendeinen Mitarbeiter? Bei den meisten Firmen sind es ja dann Influencer, die temporär... Das sind dieselben Influencer übrigens, die die Capital Bra Pizza in die Kamera halten. Nur so nebenbei. Ja. Wenn die euch Trust geben, dann habt ihr ein komisches Empfinden von Vertrauenswürdigkeit. Ja, ich glaube, die können wir dann auch nicht abholen. Ich glaube, das muss man einfach... Ich würde nicht wissen, wie. Also wie soll man es machen? Ihr könnt natürlich auch selber, ihr könnt ja gucken bei uns auf der Homepage, da steht ja das Labor dabei. Ihr könnt ja auch selber einen Beutel bestellen und den einschicken. Wenn ihr euch die Kosten machen wollt, dann seht ihr, passt alles. Geht ja auch. Also ich würde es jetzt nicht machen, nicht bei uns zum Beispiel, weil es einfach, da stimmt dann dein Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr, wenn du für 20 Euro einen Beutel Whey kaufst und den für, keine Ahnung, ich kenne die Preise jetzt aktuell nicht, den dann nochmal für das Zehnfache analysieren lässt. Aber das wäre zum Beispiel ein Beweis, könnt ihr aber dann auch bei den anderen machen. Ja, genau. Also dann, wenn bei uns, okay, also ich fände es ehrlich gesagt gut, wenn das jemand machen würde. Wäre cool, ja. Nimmt die Kohle in die Hand. Ja. Aber dann macht Sinn, das bei anderen auch zu machen. Ja. Wird es ein Comeback von Muscle24 geben? Warum ist der Shop überhaupt weg? Fragt hier jemand. Nee, also wird es nicht geben. Ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt. Der Shop war profitabel, damit haben wir Geld verdient. Aber ich habe gesagt, ich möchte, dass wir uns einfach im Team auf uns konzentrieren. Und
so Reseller zu sein von Marken, das ist jetzt nichts, was mir so zusagt, weil du hast immer sehr wenig Einfluss darauf, was sie machen. Und ich denke immer in, ich gucke was an und dann sehe ich immer so Potenzial. Und mich triggert es extrem, wenn so Potenziale nicht ausgeschöpft werden. Das macht mich richtig fuchsig. Und wenn ich dann auch noch so intensiv mit solchen Marken in Kontakt bin und dann da auch immer wieder so Input gebe und denen auch helfe, also dann, und dann wird da nichts umgesetzt, dann stresst es mich. Ich kann mal so sagen, als wir den Shop, also als wir das beschlossen haben, den Shop einzustellen, ich sag jetzt nicht, welche Marke und die Person, weil ich weiß nicht, ob die das will, aber wir haben dann so, also wir waren immer mit dem Deutschlandchef in Verbindung und dann haben wir dem gesagt, ja, wir hören auf und dann der, oh, was, warum, oh, scheiße, ihr macht so die Hälfte des Umsatzes für den deutschen Markt aus oder sogar noch mehr. Und dann sage ich so, ja, aber wir wollen uns einfach so auf unser Kerngeschäft konzentrieren und das ist halt alles, wo das Gannikus-Logo drauf ist. Und dann meint er, ah, scheiße, ja, ich gebe euch bessere Konditionen. Ich so, nein. Bessere Zahlungsziele? Ich so, nein, sorry. Dann, okay. So, dann hat er das so reported an das Headquarter und dann die wollten die den so fast schon rausschmeißen, weil die dachten, der hätte uns irgendwie vergrault. Und dann hat der zu mir gesagt, ey Marcel, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Sag ich so, ja klar. Was denn? Können wir bitte ein Meeting zusammen mit meinen Chefs machen? Weil die glauben nicht, dass ihr von euch aus aufhört. Und dann meinte ich so, ja, können wir schon machen. Und dann, oh ja, danke, weil die glauben mir das wirklich nicht. Dann haben wir dann mit denen einen Zoom-Call gemacht, dann habe ich denen das auch nochmal erklärt und dann haben die das dann auch so geglaubt. Ja. Es geht mir und ich glaube auch dir und den meisten bei uns nicht immer darum, Hauptsache Geld verdienen, weil dann könnte ich morgen auch Kapital, Bra, Pizza und Klobürsten bewerben. So. Es geht ja immer darum, etwas Cooles zu machen und mit dem Coolen dann auch Geld verdienen. Und dann generiert man so ein Flywheel. Und wenn du in so einem Flywheel bist, in so einem Flow bist, dann ist das richtig, richtig geil. Aber wenn es das nicht ist, dann ist es einfach wack und kacke und ist nicht cool. Und ich hatte diese Woche einen richtig guten YouTube-Kanal entdeckt. Scheiße, wie hieß er? Irgendwie Golden Age des Automobils oder irgendwie so. Könnt ihr mal gucken, okay, auf YouTube. Ist so ein, ich glaube, älterer Herr und der holt dann zum Beispiel so ehemalige Ingenieure von BMW, holt er dazu. In so Videos, macht dann so Interviews mit denen und dann erzählen die so von, wie die zum Beispiel damals den 7er BMW, den, ich glaube, E32 oder E35, die sich mit Autos gut auskennen, die wissen, welchen 7er BMW ich meine. Das war so der erste, der so die S-Klasse so, ja, so mit der aufgenommen hat und die auch so ein bisschen geschlagen hat, ja. Und dann ist da der Ingenieur zu hören, wie der so von dieser damaligen Zeit erzählt. Alte Schule, die goldene Ära des Automobils, kann das sein? Ja, genau. Check den YouTube-Kanal aus. Richtig geil. Und ich bin jetzt nicht so ein Autofanatiker. Ich habe nicht mal mehr ein Auto, so. Gar nicht. Aber ich finde es einfach geil, wenn Menschen etwas kreieren und dann anhand dessen wachsen. Das finde ich geil. So. Und du hast dann da diesen BMW-Ingenieur, der ist mittlerweile wahrscheinlich schon in Rente und dann erzählt er da von der alten Zeit und du merkst einfach, was das so für eine Organisation war. Das waren so alle, die dabei waren, die waren super passioniert, super engagiert und die haben einfach so etwas Einzigartiges geschaffen.
Deswegen sind ja diese Autos aus so einer gewissen Ära oder immer wenn so eine Organisation in so einem gewissen Flow ist, das erklärt er da auch sehr, sehr schön, dann entsteht so etwas Einzigartiges. Und mein Job ist eigentlich bei Gernikus immer zu gucken, dass wir im Flow sind. Dass wir in diesem Flow sind, damit etwas einzigartig Geiles entsteht. Wie zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren in der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, keiner wird jetzt sagen, das, was Mercedes oder BMW jetzt macht, die sind voll im Flow, das ist voll krass, voll crazy. Da ist so Herz und ein Spirit dabei. Nein, jetzt ist so Konzern, der ist jetzt so international und es hat jetzt gar nicht mehr viel von dem, was es mal hatte. Ich will es auch nicht schlecht reden, aber das ist jetzt nicht mehr diese urige Organisation. Und am Ende des Tages, dann entsteht aber sowas extrem Cooles. Und wenn da aber so ein Puzzleteil nicht reinpasst, wenn dann so ein Zahnrad nicht in dieses Flywheel passt, dann muss das entfernt werden. Auch wenn man damit Geld verdienen kann, aber für mich ist immer so der beste Vergleich, wenn du nicht schwul bist und dann schwulen Pornos drehst, dann würde jeder sagen, boah, das ist jetzt echt nicht cool. Mhm. Ich habe nichts gegen Schwule, ja, an der Stelle. Wenn du schwul bist und in Heteropornos mitspielst und nicht heterosexuell bist, ist dasselbe Prinzip. Ja. Also nicht, dass jetzt wieder irgendjemand sich da getriggert fühlt. Und dementsprechend, Geld ist so wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind eine deutsche GmbH, wir müssen und wollen Geld verdienen. Aber die Frage ist immer, kreieren wir ein Flywheel oder ja, machen wir irgendwie wackes Zeug so? Ist ein gutes Stichwort, da kommst du direkt auf die nächste Frage eigentlich zu sprechen. Marcel, du legst doch viel Wert auf Authentizität und magst ja alles, was fake ist, nicht. Aber du hörst Deutschrap. Wie kannst du das erklären? Ich höre Deutschrap nicht mehr, weil mir einfach die ganze Fake-Scheiße echt auf den Sack geht. Also, ich glaube, das ist jetzt so ein Würdest du wieder jemand hier lieber gerne in den Podcast reinholen, dass du mit dem diskutieren kannst jetzt an der Stelle? Nee, weil da sehe ich gar keine Grundlage zum Diskutieren, sondern eher erklären. Das ist so für mich so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Allmann-Kommentar, weil das ist so, ja, die Matheformel, die geht doch so und so. Die Excel-Liste, die ist doch so und so und dementsprechend, warum magst du jetzt etwas, was nicht in der Excel, was in die Excel-Spalte gehört? So. Das ist so ganz steif und aus allem so Mathematik und eine Formel machen. Also zunächst einmal, wer den Podcast verfolgt, weiß, ich höre keinen deutschen Rap. Ich wollte schon sagen, das ist schon fast ein Strohmann-Argument eigentlich. Ja, ich höre das. Ich bin jetzt kein Deutschrap-Hörer. Ich habe mich schon darüber beschwert, dass mir immer diese scheiß Modus Mio Gejole Playlist vorgeschlagen wird, obwohl ich da noch nie reingehört habe. Ja. Ich habe früher mal deutschen Rap gehört. Ich höre das aber nicht mehr. Ich verfolge deutschen Rap, aber auch nur so diese Boulevard, ja, deutschen Rap, so Rap-Update, Rap-tastisch, ja. Dieser Rapper hat jetzt mit der und der Influencerin. Bam, bam, bam. Ja, so. Und das verfolge ich jetzt auch nicht jeden Tag oder so, sondern einfach mal, auch ich habe die Momente, da will ich nichts Hochwertiges oder sonst irgendwas. Da will ich auch so primitiven Shit. Und dann gehe ich auf so eine Seite und gucke mir so an, was hat der gemacht? Wo ist Manuelsen wieder eskaliert? Und so. Lass mich da auch berieseln. So. Aber die Musik interessiert mich weitestgehend nicht mehr. Und auch schon relativ lange nicht mehr. Einzige, wo ich so mich meistens immer auf ein neues Release freue, ist Flair. Weil das für mich noch so dieser Spirit ist, wie für mich Rap sein muss. Für mich, ja. Und jetzt kommen wir schon zu dem Spirit. Spirit ist keine Excel-Tabelle. Spirit ist keine Matheformel. Deswegen ist es für
die Deutschen oft nicht so greifbar. Ja, weil Spirit kannst du nicht. Erklär mal Spirit. Ja, oder so. Vibe. Vibe, also erklär mal Vibe. Ja, wie soll ich jetzt die Excel-Tabelle ausfüllen? Ja, passt die in eine Excel-Tabelle rein. Also, ist keine Mathe-Formel. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich nicht nie auf Fake-Dinge stehe. Wahrscheinlich mit die schönsten Brüste kommen meistens von Chirurgen. So, ja. Die sind jetzt nicht immer von Mutter Natur. Aber ich muss dazu sagen, natürlich die oberste Krönung ist, wenn Mutter Natur das so richtig gut hinbekommt. Mhm. Ja, aber das ist dann meistens immer für so einen gewissen Zeitraum nur und irgendwann nimmt das dann ab. Muss und wenn austauschen. Die Fakes sind, muss man nicht. Ja, also das kann ja jeder immer machen, wie er will. Ja, aber was ist, weißt du, so ein, keine Ahnung, ein McLaren-Auto, ja, das ist so höchste Ingenieurskunst. Ist es jetzt fake, weil das wächst nicht an Bäumen oder nicht? Also nicht alles, was fake ist, ist schlecht. Wenn ich in ein Restaurant gehe, also bei aller Liebe, mir ist egal, ob da der Kellner gute oder schlechte Laune hat. Ich will ein schönes Erlebnis haben. Ja? Ich will jetzt nicht, dass der authentisch ist und seine schlechte Laune an mir auslässt. So. Am Ende des Tages, ich glaube, so das Wort Authentizität, wo ich immer noch Fehler in der Aussprache habe, wird, glaube ich, von vielen mit einer Matheformel oder einer Excel-Liste verglichen und das passt halt nicht. Am Ende des Tages geht es so um Wahrhaftigkeit. Vielleicht ist das so ein Wort, es ist so verrückt, finde ich, in Deutschland. Wenn du so gewisse Begriffe reinbringst, dann werden die oftmals so penetriert und auseinandergenommen und mit Geodreieck angewandt, dass du dann wieder sagen musst, okay, das mit dem authentisch sein, lassen wir es. Werde ich jetzt das sind wir halt nicht authentisch. Ich nehme jetzt das Wort wahrhaftig, ja, so, weil ja. Das nehmen jetzt andere. Auch so, wenn ich da irgendwie, ja, Marcel, jetzt bist du da nicht real und sonst irgendwas. Ah, sorry, wahrscheinlich wusstest du, bevor ich das Wort nicht benutzt habe, was das überhaupt ist, so, ja, und jetzt am Ende des Tages, ja, ich gönne so diesen ganzen deutschen Rappern ihren Erfolg, weil viele von denen sind Jungs, die machen kein gefälliges Zeug und das finde ich immer cool. Ja? Ich finde es immer cool, wenn etwas erfolgreich ist, obwohl es nicht dafür prädestiniert ist und jetzt nicht, weil die Musik so schlecht ist, sondern weil es einfach nicht von den Gatekeepern für gut befunden wird. Also, dass ein Capital Bra mit jedem Lied auf Nummer 1 geht, das finden die Gatekeeper, die Medien in Deutschland kontrollieren, die finden das nicht gut. Und das finde ich dann geil. Ja? Ich fände es auch geil bei anderen Leuten, bei anderen Genres, solange es halt jetzt wahrhaftig ist, ja, authentisch ist, ja, authentische Musik. Und das, was jetzt ja dieser Herr oder die Dame da geschrieben hat, ist ja auch so eine allgemeine Pauschalisierung, dass alle deutschen Rapper fake wären. Das ist ja nicht der Fall. Also hier AK außer Kontrolle. Ich glaube, wir haben so Luftlinie, weiß ich nicht, 50 Meter auseinander gewohnt. Das, was der da rappt, natürlich ist das nicht 1:1. Ja? Das ist jetzt nicht so echtes Leben, Excel-Tabelle runter, Liedtext und dann was? Nein, aber dieses Umfeld etc. Ja, Flair hat das mal ganz gut erklärt. So. Der hat gesagt, wenn ich darüber rappe, dass ich Koks verticke oder sowas, dann mache ich das natürlich nicht selber. Aber es macht es in dem Moment real, weil der Weg, um Koks zu verticken, der ist halt ein Step nach links, ein Step nach rechts. Und genau. Hans-Peter in, keine Ahnung, irgendwo am Prenzlauer Berg, der ist halt nicht ein Step nach links, ein Step nach rechts. Der ist halt meilenweit davon entfernt und das macht es dann wieder real, obwohl derjenige es nicht selber macht,
So ein Crow, genau. Der kann nicht über Koksticken reden, weil der ist nicht eins der Blinks, der ist nicht eins der Brechts, der ist halt irgendwo in seiner Villa, in einem schönen Stuttgarter Stadtteil. Keine Ahnung, wo der wohnt, der kommt ja irgendwie hier aus der Nähe. Aber der ist nicht ein Step links, ein Step rechts von Waffenkriminalität entfernt. Trotzdem ist er real. Ja, weil er das macht, wo er ein Step links und rechts. Der genau. ist halt von Easy und aus der 13. Ja, genau. Klasse ein Step entfernt. Und das ist ja dann cool. So, und jetzt muss man ja auch sagen, im deutschen Rap gibt es ja sehr, sehr viele, die real sind. Das ist dann aber kein Straßen- oder Gangster-Rap. So. Mhm. Und also zum Beispiel, als ich jung war, ja, das, was ich so am allerkrassesten gefeiert habe, ich habe zuerst Ami-Rap gehört, dann habe ich später Deutsch-Rap gehört. Das erste, was ich so richtig cool fand, war Kool Savas und Azad. Mhm. Kool Savas, das war Battle-Rap. Ja? Battle-Rap ist ein Kampf mit Worten gegen einen fiktiven Gegner. So, der hat ja selten Name-Dropping gemacht, so. Aber es war Battle-Rap. Und das hat er authentisch gemacht, weil das war für ihn so wie eine Art Sport. Und das war real. So. Aber das hat jetzt nichts mit meinem Leben oder so zu tun gehabt, weil das Battle-Rap, ja. So, dann kam Azad, das war dann schon so mehr so echtes Leben, ja. Und deswegen fand ich das geil. Und das war so real, das war authentisch. Dann gab es aber auch sowas wie Dynamite Deluxe. Hier ist Sammy Deluxe, was hat der übers Kiffen gerappt, ja? Mhm. Ich war nie ein krasser Kiffer. Ich habe in meinem Leben schon gekifft. Ich fand's aber nie geil. Ich habe mich immer gefragt, wie die Leute, die den Influencern die ganze Zeit zugucken und dieses QVC sich da auf dem Handy reinziehen. So habe ich mich früher mal gefragt, die Leute, die ich kannte, die jeden Tag gebufft haben, warum machen die das? Ich habe das so ab und zu mal gemacht, dann war das so am Anfang lustig, hast einen Lachflash, dann bist du müde und chillst. Ja. Und dann hast du es so durchgespielt und dann war das für mich so, ja okay, ist jetzt nicht so geil. Also da will ich jetzt nicht mein ganzes Geld für ausgeben und jeden Freitag und Samstag nur noch zu Hause chillen und irgendwie steif in der Ecke sitzen und South Park gucken oder so. Ja. Mhm. Habe ich nicht verstanden. Aber was ich sagen will, Sammy Deluxe, der war real, es war authentisch. Ja. Das, so, und heutzutage gibt es ja auch diese Leute, also ich glaube so ein Xatar als Beispiel, was der rappt, ist authentisch. So, also daher, es gibt immer solche und solche und diese pauschale Verurteilung macht für mich keinen Sinn. Ich mag deutschen Rap mittlerweile nicht mehr so, weil es hat für mich dahingehend eine Wahrhaftigkeit. Auf der einen Seite hat es eine Wahrhaftigkeit, mit der kann ich aber nichts anfangen. Also ich bin jetzt halt keiner, der in Shisha-Cafés geht und ja, so Sportwetten macht und so, ich sag jetzt mal, so einen Kenneck-Lifestyle hat. Das ist nicht meins. Ich habe aber das ja mehr miterlebt als jeder, der jetzt hier zuguckt und kommentiert. Ja? So, ich habe das alles direkt in meinem unmittelbaren Umfeld gehabt. So, aber ich, für mich war immer, ich wollte da raus, ich wollte da weg. Ja, und deswegen das ist nicht meins. Ja, und dann hast du halt viel so Fiktives. Und im deutschen Rap geht's halt oftmals so. Entweder ist es so gequält lustig oder es ist so gequält hart und das mag ich nicht. Und im amerikanischen Rap geht's immer, die Essenz ist immer from nothing to something, cool sein. So, und damit kann ich halt mehr anfangen und dort kommt halt auch so dieser ganze Spirit, der ganze Code etc., das kommt halt alles von da und deswegen kann ich das dann. In Deutschland wird es dann so nachgemacht, aber die wissen dann nicht, warum. Also die sagen dann auch, die machen dann auch Skrr, Skrr, aber die verstehen gar nicht, woher das kommt, ja, was das eigentlich bedeutet. So. Und dann ist das so, dann guckt man sich so etwas an von jemandem, der etwas nachmacht. Und dann sind wir wieder bei der Parallele zur Supplement-Industrie. Ich mache etwas nach, weil ich das irgendwo gesehen habe, aber ich verstehe die Sinnhaftigkeit gar nicht. Na. Daher muss ich die Person enttäuschen. Manche Dinge will ich, dass sie fake sind. Ja, ich will es da nicht authentisch haben. So, und ich höre jetzt nicht wirklich deutschen Rap. Es gibt auch mal einen Track, den ich cool finde. Ja, ich verachte das jetzt nicht.
aber ich bin jetzt da nicht der, der dafür die Fahne hochhält. Nächste Frage. Was sagst du dazu, dass Profis wie David Hoffmann oder Steve Bentin aufgrund des Gewichtslimits nicht 100% auf die Bühne bringen können, da sie Muskeln abschmeißen müssen? Einfach Pech? Fragezeichen. Also, ich hoffe sehr, dass die beiden das noch nie so gesagt haben, weil das fände ich so einfach eine schwache Ausrede. Weil jetzt mal ganz ehrlich, was hält den David Hoffmann davon ab, ganz viel Muskeln zuzulegen und in der offenen Klasse zu starten? So, wenn man jetzt zum Beispiel David Hoffmann und Dennis Wolf vergleicht, ich glaube, die haben ungefähr dieselbe Größe. Hm. Oder? So ungefähr. Müsste passen. Sie sind jetzt nicht Welten auseinander. Ja, so. Dennis Wolf hat auch nicht jetzt sich in irgendeine Klasse gezwängt. Ne, der hat halt so viel Muskeln aufgebaut, dass er in der offenen Klasse starten konnte. Und der war ein verdammt geiler Bodybuilder in der offenen Klasse. Für mich bis heute eigentlich so der schönste, einer der schönsten Bodybuilder der offenen Klasse. Weil er war nie, der hat nie einen verbauten Look gehabt. Ich fand Dennis Wolf zu seiner, fand ich immer ein geiler Bodybuilder für die offene Klasse. So. Und ich glaube, David Hoffmann hat dann vielleicht so, ich will jetzt nicht sagen, falsche Entscheidungen getroffen, aber vielleicht hat es für das eine nicht so richtig gereicht oder er hat sich zu spät dafür entschieden. Dann hat er das andere gemacht und hat dann eben so ein, ist einen gewissen Kompromiss eingegangen. Und so ist das halt dann manchmal im Leben. Ja, und dann wird er jetzt auch nicht jünger und er wird jetzt natürlich auch nicht so viel Muskeln mehr zulegen können, damit er dann in der offenen Klasse beim Mr. Olympia zum Beispiel in den Top 10 landen kann. Das geht dann halt nicht mehr. Ja. Bringt die Genetik mit und also nicht mit und das Alter auch. Ja. Und bei Steve Bentin könnt ihr auch noch mehr Muskeln aufbauen und dann in der offenen Klasse starten. Also Steve Bentin ist wahrscheinlich ungefähr so groß wie Hardy Chopin. Ungefähr. Hm. Ja, könnte, warum, wenn Hardy Chopin es kann, warum Steve Bentin nicht? Hm. Ich hätte genau das Gleiche gesagt, was du sagst. Ja. Also, ich glaube jetzt aber nicht, dass die Jungs das so gesagt haben, beziehungsweise ich hoffe es für sie, dass sie es nicht so gesagt haben. Ich mir natürlich vorstellen kann, dass sie gesagt haben, ah Mensch, den Weg, den ich jetzt gewählt habe, ja, in die Klasse, wo ich jetzt jahrelang mich hinein, oder ja, wo ich einfach unterwegs war, da gab es eine gewisse Limitation und die kam mir jetzt so nicht zugute. Aber man muss ja auch so sagen, man muss im Leben auch Dinge tun und dann merkt man, war jetzt vielleicht nicht optimal. Also bei vielen ist auch so ein bisschen Glück, ja, die machen etwas und dann passt es wie Arsch auf Eimer und die werden die Heroes, die ganz Großen. Und bei manchen ist halt so, die probieren etwas aus und dann stellt sich irgendwie raus, na, war vielleicht nicht so optimal für mein Naturell. Ja, also am Ende ist so die Frage ganz einfach beantwortet. Die können auf 100% gehen, müssen halt in die offene Klasse. Ja. Und dann kannst du draufbauen, was du möchtest. Da bist du überhaupt nicht limitiert. Es ist halt, ja, wenn Steve ist halt gefühlt so einen halben Kopf zu groß für die 212er. Dann musst du halt in die offene gehen. David Hoffmann, der ist halt gefühlt zu groß für die Classic Physik, um da gut auszusehen. Da musst du halt in die offene gehen. Also die Regeln hat ja irgendjemand gemacht, da kann jetzt niemand was dafür. Also du kannst ja auch nicht sagen, ich werde kein Basketballer mehr. Chris Bumstead ist, glaube ich, größer als David Hoffmann. Ja, und darf dann darf halt dementsprechend wieder mehr wiegen, dann weil er ein bisschen größer ist. Stimmt. Irgendjemand macht halt die Regeln, daran muss man sich halten. Wenn du da nicht mitspielen möchtest, dann kannst du halt da nicht mitspielen. Also ein Sean Clarida beispielsweise, der ist 1,58 Meter oder so. Der hat vor 4-5 Wochen hat der einen Wettkampf in der offenen Klasse gewonnen gegen Regan Grimes und Sergio Oliva Jr. Da sah der aus wie die kleine Schwester im Vergleich. Aber er hat gewonnen, ja, weil er konditioniert kam und
ja, der hat's gewagt, der hat's gewagt und gewonnen sozusagen. Geht alles, wenn du es möchtest, wenn du deine Stärken in den Vordergrund rückst. Ja, genau. Fertig. Also es ist kein Argument zu sagen, ja, in der Klasse, da können die ja nicht 100%, dann ist es halt die falsche Klasse für dich. Ich beschwere mich ja jetzt auch nicht, dass ich nicht irgendwie, ja, noch Fußballprofi geworden wäre. Es war halt dann nicht so. Also es ist ja nicht, du musst es ja nicht passend, die müssen es ja nicht passend für dich machen, du musst es passend für die Klasse, für den Sport machen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du woanders hingehen. Hört sich doof an, aber ist so. Ja, also ich würde jetzt auch wahrscheinlich keinen guten Profi-Basketballer abgeben. Ja, aber dann kannst du jetzt nicht sagen, ab sofort machen wir die Limitation so, dass bloß noch Leute bis 1,75 mitspielen dürfen und alle drüber halt nicht mehr. Den Korb machen wir einfach irgendwie 40 Zentimeter weiter runter. Einen Meter runter. Ja, das ist doch scheiße. Ja. Also es ist halt so, irgendjemand hat es so erfunden und wenn du nicht da stattfinden kannst, dann ist das deine genetische Voraussetzung dafür, eben nicht mitzumachen, sondern dir was anderes zu suchen. Und im Bodybuilding hast du die Möglichkeit gegessen, die offene Klasse. Du kannst jetzt nicht Basketball spielen für Leute, die uns unter 1,75 groß sind. Das gibt's halt nicht. Hat halt keiner gemacht. Oder du machst es. Kannst ja auch den neuen Sport einführen und kannst sagen, hey, dann machen wir eine Klasse für Leute, die halt einfach keine 2,15 Meter groß sind. Also ich könnte jetzt auch nicht damit spielen oder schwierig, weil ich... Doch, ja, so je nach Position. So als Point Guard könnte ich vielleicht noch durchgehen, ja. Ja. Michael Jordan war jetzt auch nicht riesig, aber am Ende trotzdem so... 2 Meter. Ja, ich glaube 1,98. Ja. Yeah. Aber es ist halt so, jeder hat halt die Voraussetzungen für bestimmte Sachen. Der Michael Jordan kann jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nachher nicht gut Cricket spielen. Dafür kann der Basketball spielen. Also du musst halt dann das finden, was für dich passt und nicht irgendwie. Weil er konnte gut Baseball spielen, wahrscheinlich wäre dann Cricket auch gar nicht so. Michael Jordan ist ein schlechtes Beispiel. Der war sehr, sehr vielseitig. So. Ja, der wäre jetzt auch wahrscheinlich ein guter Footballer etc. geworden. Ja, alleine schon aufgrund dieses überkrassen Mindsets. Ja, auf jeden Fall. Aber in den allermeisten Fällen ist so, du musst halt das suchen, was für dich passt und nicht irgendwie wieder das Opfer spielen, dich in die Opferrolle drängen und sagen, ja, aber die haben das jetzt so gemacht und seitdem geht es nicht mehr, weil ich bin irgendwie zu groß. Nee. Ist also Pech, sollten die das so gesagt haben, haben sie nicht so sehr ein physisches Problem, sondern ein Mindset-Problem. Hm. Ich glaube aber nicht, dass sie es gesagt haben. Es ist so eine eher so eine Unterstellung jetzt des Fragestellers. Was denn David bestimmt meint, so ey, die Classic Physik kam eigentlich gut für mich und die wäre sicherlich auch gut geworden, wenn sie jetzt nicht so die Entwicklung genommen hätte. Aber das war halt dann in dem Moment doch die richtige Entscheidung, überhaupt noch mal im Profizirkus mitspielen zu können. Und wie sich das jetzt 3-4 Jahre später entwickelt hat, da steckst du halt nicht drin. Deswegen kannst du nicht sagen, ja, aber es ist unfair, die haben das jetzt so gemacht. Das wird er nicht sagen. Er sagt halt so, ey, hätte ich es damals gewusst, hätte ich eventuell auf ein anderes Pferd gesetzt. Genau, ja. Nächste Frage. Wie viele Natural-Veganer geben diesen Lebenswandel wieder auf, wenn ihr pink-blauer Sponsorenvertrag ausläuft? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass so der ein oder andere von den Boys sicherlich so da seine Instagram-Telenovela-Rolle eingenommen hat, um den Sponsor zufriedenzustellen und auch so in diesem Movement mitzuschwimmen. Sich aber dennoch sicherlich gerne am Wochenende auch mal ein Steak gönnt oder auch mal irgendwie die Salami-Pizza am Cheat Day sich genehmigt. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich muss jetzt dazu sagen, ich verfolge die ganzen Jungs nicht so stark. Vielleicht haben die auch Athleten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Brosep als Beispiel. Hm. Brosep war meines Wissens damals bei Profuel als Nicht-Veganer, hat die Produkte verwendet, hat aber immer gesagt, ja, ich bin kein Veganer, aber diese Produkte nehme ich. Hm. So. Und es spricht jetzt ja eigentlich auch als Rocker-Athlet nichts dagegen, das so zu handhaben. Es wäre jetzt dann natürlich schon ein sehr, sehr hohes Maß an Wahrhaftigkeit, ja, wenn dieser Athlet dann sagen würde, ich nehme alles, ich nehme sogar hin und wieder das vegane Protein, aber ich bestelle mir auch bei anderen Marken ein Whey, weil ich halt auch gerne mal ein Whey trinke.
Gut, so viel authentisches Verhalten, das würde mich jetzt sehr, sehr überraschen. Aber ich sag mal so, ich nehme es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich jeder zu 100% vegan lebt. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Jungs und Mädels versuchen, ihren Konsum an tierischen Lebensmitteln runterzuschrauben, weil das ist jetzt ja auch aktuell so ein bisschen Vogue. Und wenn man dann in so gewissen Kreisen unterwegs ist, dann, wie soll ich sagen, die Menschen, die adaptieren ja vieles auch unbewusst. Und dementsprechend werden die natürlich dann auch weniger tierische Lebensmittel zu sich nehmen. Aber dass jetzt da jeder vegan ist, oder ja, ich glaube es nicht. Wie sieht es bei dir aus? Schwierig. Also es ist ja auch so eine Sache, die hat ja jemand quasi absolutistisch entschieden. Also da ist ja niemand jetzt hingegangen und hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt eine Abstimmung in der Firma, auch unter den Influencern, weil ihr müsst ja die Produkte promoten. Geht ihr da alle mit, dass wir innerhalb eines Jahres komplett vegan werden und ihr ab sofort euch auch bloß noch alle vegan ernährt? Weil das ist natürlich doof. Das ist ja doof, wenn ihr jetzt nachher sagt, ich esse noch Fleisch und wir machen hier einen auf die veganste Marke Deutschlands oder so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn gefragt worden wäre, viele gesagt haben, ja, ja, machen wir mit. Und dann halt so daheim trotzdem auch mal ein Steak essen, wie du schon sagst. Weil von alleine ist es immer das eine zu sagen, ich mache jetzt den Cut, ich esse keine tierischen Produkte mehr. Aber dann so halb gezwungen zu werden, ist dann nicht wahrhaftig. Es ist nicht die eigene Entscheidung und dann macht es keinen Spaß. Und was keinen Spaß macht, das führt selten zu langfristigem Erfolg. Ja, also gerade Frauen fällt das mit dem veganen Leben, habe ich die Erfahrung gemacht, oftmals einfacher, weil die oftmals ohnehin nicht so viel Fleisch essen. Mhm. Männer stehen aber oftmals schon echt auf Fleisch und werden jetzt wahrscheinlich einige alternative Ökos in den Kommentaren komplett eskalieren, aber das ist einfach so, was ich beobachtet habe. Und ich kann es mir jetzt eben bei den Jungs da nicht vorstellen, dass die jetzt da alle so und jetzt vegan. Weil der Julian sich das in den Kopf gesetzt hat, so, ab sofort bin ich auch. Das ist schon eine große Umstellung, ja, wenn ich jetzt überlege, kein Whey mehr mit Milch. Kein Kaffee mehr mit Milch. Also meine Freundin, die kauft auch immer diese, das ist ja auch keine richtige Milch, das ist ja eigentlich nur so eingefärbtes Wasser, ja, so Soja, Hafer, Hanf, keine Ahnung. Ich probiere das auch, ja. Ich bin da wie mit QVC, ja, ich guck's mir an, probiere es. Also, ich finde es so abartig widerlich. Also, das wäre eigentlich für uns auch eine Mission, ja, so eine pflanzliche Milch entwickeln, die im Kaffee nicht widerlich schmeckt. Aber für mich schmeckt das wirklich so, wie wenn da irgendetwas drin ist, was da nicht reingehört. Ja, ja. Also ich finde es wirklich richtig widerwärtig. Und da kannst du noch so viel Flavor, Pulver, Flavor Drops und was es nicht alles gibt rein, das wird nicht lecker. So, dann trinke ich meinen Kaffee lieber schwarz. Ganz klar. Ja, eben. Und da hast du ja keinen Bock drauf, wenn du nicht selber die Entscheidung getroffen hast. Wenn du jetzt die ethisch-moralische Entscheidung triffst, es so zu machen, dann hast du ja was, woran du dich klammern kannst. Was ich halt scheiße finde, wenn es nicht so sein sollte, dass die wirklich alle zu 100% vegan sind, es wäre halt nichts für mich, das so nach außen zu spielen und dann irgendwie in Berlin rumzulaufen und Angst zu haben, von irgendeinem Follower in einem Steakhouse erwischt zu werden. Deswegen sage ich esse halt Fleisch. Mir kann jetzt nicht irgendwie, wenn er mich in Stuttgart irgendwo jemand trifft, der ist aber hier im Blockhaus und isst da gerade ein Filetsteak. Ja, ich habe ja auch nichts anderes gesagt. Wäre für mich irgendwie doof. Das ist so das Einzige, womit ich so meine Probleme hätte. Ansonsten soll jeder essen, was er möchte. Also jetzt keine Menschen und so, ist ja verboten auch, aber sonst jeder soll essen, was er will. Ja, also sollten die wirklich geschlossen alle vegan sein und da den Ruf von Julian gefolgt sein, dann cool. Also ich will jetzt nicht sagen Respekt, weil
ist ja deren Entscheidung, können die machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist so, man kann... So ehrlich will ich sein. Ja, man kann, glaube ich, so ein bisschen, das ist natürlich immer, jeder ist unterschiedlich, aber man kann eventuell eine Parallele zu der Karl S. und Tim Gabel Liaison damals vielleicht ziehen. Da hat ja auch Karl quasi den Einfluss gemacht, dass die vegan leben, nicht nur Tim Gabel, auch in InScope 21. Sind die noch vegan heute? Ich glaube nicht, also schreibt es in die Kommentare, wenn es nicht stimmen sollte, aber ich glaube, die essen beide jetzt wieder flexitarisch, essen auch mal wieder Fleisch. Und da siehst du halt, wenn du als ein bisschen älterer Mensch versuchst, irgendwie einen ganz, ganz jungen Menschen in irgendeine Richtung zu drehen, die er gar nicht einschlagen möchte, das reguliert sich dann wahrscheinlich irgendwann von selbst. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die genauso gestellt wurde von dem Follower hier. Was ist, wenn der Vertrag ausläuft? Ja, dann gehst du zum nächsten Supplement-Hersteller, der wieder Whey hat, dann kannst du auch wieder ein Stück Fleisch essen und musst es ja nicht 8-mal die Woche machen, ist, aber du machst es, weil es dir schmeckt. Nächste Frage. Allgemeine Meinung zum Black Friday oder Cyber Monday oder Black Week? Auch hier bin ich, finde ich so interessant zu beobachten. Als wir mit Gernikus angefangen haben, haben wir ja früher mit Affiliate, war so eine wichtige Einnahmequelle. Und ganz am Anfang, also so im Jahr 2014, da gab es noch so gar kein Black Friday bei Supplement-Firmen. Oder ganz wenige, vielleicht so MyProtein, die hatten das vielleicht, aber mehr nicht. Und dann kam so der erste Black Friday, das war dann beim zweiten Mal auch schon so mit Cyber Monday, dann war das so das Wochenende. Dann kam irgendwie, hat der erste angefangen am Donnerstag das zu machen. Und mittlerweile ist es ja eigentlich so irgendwie gefühlt für mich so irgendein Black-Quartal. Ja. Also jeder, das hat ja so Ausuferungen angenommen. Also ich sage ganz ehrlich, für eine Firma wie uns ist das jetzt nichts Wichtiges und nichts, worauf wir uns freuen und nichts, was wir irgendwie, ja, was jetzt auch so, wir haben jetzt auch eine Aktion, aber das ist jetzt halt so eins von vielen und das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Jahreshighlight oder ähnliches. Bei den sehr, sehr vielen Firmen ist das ja mittlerweile so, dass es so Fake-Rabatte gibt. Also es sind ja gar keine echten Rabatte mehr. Bei Supplement-Firmen ist dann so, dass sie dann teilweise so die MHD-Ware nehmen und das dann eben krass rabattieren. Ich hatte auch schon Gespräche mit einer Firma damals, mit einem ehemaligen Mitarbeiter, so muss ich sagen, der dann gesagt hat, da wurden auch schon für Black Friday Chargen produziert. Und sagen wir mal so, die waren jetzt nicht die saubersten Chargen. Ja. Die könnte man mal ins Labor schicken dann. Schickt mal eure Black Friday Chargen. Schickt mal eure Black Friday Bestellungen ins Labor. gerade wenn dann irgendwie Produkte so sehr, sehr stark reduziert sind. Guckt mal aufs MHD und Labor. Man muss ehrlich sagen, also es gibt so Produkte, da kostet die Laboranalyse, also Wirkstoffanalyse 50 Euro. Ja? Da kann man schon mal sich den Spaß erlauben. Ja, also für mich ist das so ein nicht cool. Ich kaufe auch jetzt nichts. Ja? Mittlerweile ist es einfach. Es gab so eine Phase, wo Black Friday wirklich dafür stand, dass es echte gute Deals gibt. Mittlerweile ist aber das meiste sind so Fake-Deals. Ja. Also ich hatte jetzt so mich umgeguckt, zum Beispiel nach so einer VPN-Verbindung. Ja. Dann gucke ich, die Preise sind dieselben wie vor einem Vierteljahr, aber jetzt ist halt das so Black Friday gelabelt. Ja, also Augenwischerei oftmals. Letzte Frage, eine eigentlich ganz schöne. Was war früher dein favorite Hardcore Booster? Das musst du mal so
120 Produkte nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Ja, also der Dedicated Unstoppable, der war damals schon richtig gut. Dann, ich bin ja so ein sehr vergesslicher Mensch. Olympus Labs, die hatten den einen oder anderen Banger. Dann der Brawn Nutrition, gibt es die eigentlich überhaupt noch? Ich glaube nicht, nee. Die hatten eine Zeit lang dann auch angefangen mit so Cycle Support Subs. Ja. Ja, ich glaube aber nicht mehr. Der Venom war das. Venom 2.0. Braun. Ich weiß noch, da waren wir, 2015 war ich bei dir und dann sind wir zu McFit gegangen. Und das war wirklich bis heute, glaube ich, der widerlichste Booster vom Geschmack. Mhm. Da weiß ich noch, da habe ich mit Cola Light dann nachgetrunken und gegurgelt, um das so aus meinem Mund zu bekommen. Das war wirklich ein widerliches Ding, aber vom Feeling her, ey, das war drogenähnlich. Also der war brutal gut vom Gefühl. Energie, Euphorie, da hat so alles gepasst. Pump und so war jetzt bei den Hardcore-Boostern nie geil, aber wenn diese Euphorie und der Drive. Ja, ich würde sagen, so Olympus Labs, wie hießen die Olympus Labs Booster denn? Also der eine war auf jeden Fall der Conker AMP. Conker, genau. Ja, genau, Conker. Ja, und der Rain war auch nicht so schlecht, war nicht mehr dasselbe, aber ich fand, das war immer noch ein stabiler Booster für die Zeit dann, was so an Möglichkeiten drin war. Aber Conker AMP war, ich glaube, der hatte 600 Milligramm DMBA damals. War ich mal einen kompletten Tag ausgenutzt. Label ist ja Fantasie gewesen. Also da Da war auch irgendwas drin, was also mehr war. Der hat ganz, ganz böse gescheppert, das stimmt, ja. Aber war es, ja, ob da jetzt auch DMBA und so weiter, oder PEP. Ja. Und der Unstoppable, der erste damals. Der Unstoppable, was bei dem noch so cool war, der hat so richtig, richtig gut geschmeckt. Der war richtig lecker. Orange war das damals. Und der hat so gut geschmeckt, da wirklich zwei, drei Leute, die ich damals so persönlich kannte, die haben so gesagt, ey, ich misch mir den manchmal so an und trinke den, weißt du noch. Vielleicht, da kann ich kurz so eine Story erzählen. Sommer 2014, ich hatte damals die ersten Reviews gemacht, hab dann so nach Kooperationspartnern gesucht. Für mich war ja immer klar, das wird geil, das wird groß, das wird funktionieren, was ich davor habe. Für mich war das so klar. Dann bin ich in den Supplementladen gegangen und in dem Supplementladen bin ich in mehrere Berliner Supplementläden gegangen, nicht nur einen, mehrere, und habe denen so die Seite gezeigt, dann auch den YouTube-Channel gezeigt. Und dann habe ich zu denen immer gesagt, ey, ich will nicht viel von euch, ihr müsst mir einfach nur Produkte geben. Und da war es schon so, da hatte jeder von diesen Shops, die hatten auch so einen Online-Shop, Ebay-Shop, Amazon-Shop. Das war da damals schon so. Ja. Und dann ich zu denen gesagt, ihr müsst mir einfach nur so ein Supplement-Paket im Monat geben und ich mache diese Reviews und verlinke euch dann immer. Und die haben reihenweise gesagt, nee, das lohnt sich ja nicht für uns und nee. Und da muss man sagen, also die Dedicated Unstoppable Review, die hatte jetzt damals schon dann alleine das Video, die besten Booster des Jahres 2014 oder so, hatte 100.000 Views, ja? Ohne TikTok-Tanz, ohne ich mache mich zum Affen. Na, ich habe mich hingestellt und gesagt, welcher Booster knallt und welcher nicht knallt. Ja? Und die ganzen Reviews dann, die haben alle gute Klicks gehabt. Und es war ja dann, also ich rede jetzt nur die YouTube-Klicks und dann die Seite, also Garnicus.de, die hat ja immer gerankt auf Platz 1. Warum? Weil wir haben ja immer den meisten Content zu den Produkten gegeben. Weil die Shops, die haben ja die Produkte verkauft, also gerade bei den Hardcore-Boostern, das waren ja nur Reseller. Die haben sich da nie Mühe gegeben. Die haben keine großen Produktbeschreibungen gehabt. Und ich habe dann damals immer die Produktbeschreibung ja am Anfang noch selber, dann kamst du, damals dann Philipp und so weiter. Und dann hatten wir ja immer so 2.000, 3.000 Wörter
Artikel. Und das hat natürlich bei Google immer sehr, sehr gut gerankt. Ja, dann auch so ein bisschen SEO gemacht. Und also alleine die Seite, die hat so viel Klicks generiert durch diese Booster-Reviews, also allgemein Supplement-Reviews. Aber klar, Booster-Reviews waren immer so das war immer so der heiße Scheiß. So. Ja. Und ja, damals, weiß noch dann, den Unstoppable, den habe ich dann mit dem Redline White Heat, die habe ich dann beide in so einem Shop gekauft, den gibt's heute auch nicht mehr. Hätte er mal mit mir zusammengearbeitet damals. Und dann ich dem Typen das auch erklärt, der so, nee. Und dann hat er mir irgendwie, weiß nicht, einen Shaker umsonst oder so gegeben. Ja? Und dann ich die Reviews gemacht, die Sales natürlich komplett durch die Decke gegangen. Dann gab es so ganz wenige Shops, auf die ich da verlinken konnte, weil die hatten Affiliate-Programm und Hardcore-Booster. Aber die ich verlinkt habe, die haben das dann alle langfristig nicht so gut gemanagt, aber da gingen die Sales dann von einem Tag auf den anderen nach oben und die wussten gar nicht warum, ja, wo das herkam. Mhm. Und es war dann eben aufgrund der Supplement-Reviews. Erinnere ich mich noch daran, wie ich da in einem Berliner Supplement-Shop saß und mit dem Typen da das erklärt habe, mit meinem Lenovo Plastikbomber-Laptop damals noch, da so 17 Zoll bin ich dann dahin, dem das erklärt, ja. Und ich hatte ja dann schon so ein paar Reviews, ja, und wir hatten da mal schon so zwischen, keine Ahnung, 25.000 Klicks. Mhm. Das war ja jetzt schon damals gut. Das waren alles Leute, die sich eine Produktreview angeguckt haben, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Ja? Mhm. Also das war kein Mülltraffic. Das war jetzt nicht irgendwie wie heutzutage Leute, die viele Klicks erzielen, oft nicht immer, muss man ja sagen. Ja, und daher Hardcore-Booster, ich bin ganz ehrlich, ich werde oft gefragt, ich kann aber dazu gar nichts mehr sagen. Der letzte Hardcore-Booster, den ich genommen habe, das müsste im Jahr 2019 der Olympus Labs Booster gewesen sein. Ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Der hatte so Ritter, glaube ich, drauf. Das war der Rain, 100%. War das der Rain? Ja. Den habe ich auch genommen, aber das war Ende 2017, als ich den noch genommen habe. Da ist gerade die Review raus. Als wir Weihnachtsfeier hatten in Berlin, habe ich den 2017 noch genommen. Ja. Nee, das muss, glaube ich, 2018 dann gewesen sein. 2018. Weil 2019 haben wir uns schon daran gemacht, Galenicus zu konzipieren. Und ich glaube, Anfang des Jahres habe ich dann noch, es kann sein, die Review kam vorher und ich, die Dose startete dann die haben ja auch rum, dann habe ich geschickt. Den halt genommen. Ja. Ja, Olympus Labs, die haben damals, weiß ich noch, so viel geschickt, da habe ich dir dann geschickt, dann haben die auch von ihrem Amino-Pulver und so weiter. Und ja, das war der letzte. Und ich muss sagen, ich verfolge das nicht mehr. Ich habe ja jetzt die ganzen auch so kennengelernt, auch die von Olympus Labs. Das sind so zwei, ja, kann man sagen, Jungs, also die sind so relativ jung, vielleicht sind die mittlerweile auch schon jetzt 30, aber damals, als ich mit denen so ein Zoom oder damals noch hat man geskypt. Das ist eigentlich Skype heutzutage. Skype nutzt auch keiner mehr. Nee, nur noch die gehasste Alternative. Ja, dann mit denen geskypt und also das sind auch keine Sportler, ja. Gar nicht, ja. Das sind so zwei Amerikaner. Ja, also Hardcore-Booster, ich bin voll raus. Ich weiß gar nicht, wo man die heute noch kaufen kann. Gibt's sowas überhaupt noch wirklich, dass da was drin ist, was so richtig scheppert? Ich weiß es auch nicht. Also ist auch nicht mehr mein Film, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt anscheinend immer noch Check 3D-Replikas, aber die kommen halt. Also dort, wo ihr euer Speed-Pep fürs Wochenende her, also dort, wo das ursprünglich herkommt, dort kommt auch das Check her. Jacked war nie geil. Also im Vergleich zu dem, was dann zwei Jahre später kam, war ein Jacked nie geil. Ja. Der war nicht ausgeklügelt. Es war einfach billig, DMAA, Koffein. Du hast auch drei Löffel gebraucht, dass der richtig das waren irgendwie auch nur 3,5 Gramm oder so. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Ja, heute ein Booster mit 3,5 Gramm. Ja. Gäb's gar nicht mehr. Ja. Ja. Und wie du sagst, die dann danach kamen, Unstoppable, dann der
hier Chaos and Pain, wie hieß das? Cannibal Ferox. Ja, Cannibal Ferox. Der war auch gut. Der war auch relativ Ferox, zügig nach dem GN, ja, GN mit den Hardcore-Bussern. Relativ zügig nach dem Jet kam der Craze noch raus. Den fand ich auch geil. Craze. Die erste Version Craze, die war auch heftig, aber da war auch irgendwas drin. Da war irgendwie Methamphetamin also, drin oder so. Ja, ja, also da war nicht mal mehr das Derivat, sondern da war wirklich, da war der crazy Shit drin. Ja, ja, also, der war heftig. Eigentlich müssten wir mal so ein Booster-Spezial machen. Ja? Ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Weil wir haben ja die ganzen alten Artikel noch. Die sind ja nicht weg. Die sind nicht einfach gelöscht. Die sind halt archiviert. Und Videos auch müssen Videos, auch noch rumliegen. Die sind auch noch alle da. Die sind halt alle auf privat gestellt. Und da können wir das gerne mal so machen. Da müssen wir uns dann aber... Also ich muss mich darauf vorbereiten, weil ich bin da so... gar nicht mehr im Thema, aber musste ich mir mal so alles nochmal angucken und dann komme ich auch wieder so in das Feeling, was ich damals hatte. Und dann können wir mal so über die Zeit sprechen, weil ja, da gibt es schon auch so Anekdoten drumherum mittlerweile, die ich dann erzählen kann bei den Produkten. Ja. War jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, voll die coole Zeit, weil man muss ja schon sagen, ja, das war ja alle, ey, das waren eigentlich so Drogen in bunten Dosen, ja. Ja, voll. Und wir haben im Internet gehypt und alle haben das gekauft und sind im Gym eskaliert und es war so eine sehr unbeschwerte Zeit, wenn ich so vergleiche mit heute, wo es dann so, ja, muss man sich mal überlegen, ja. Damals hingestellt, Hardcore-Booster und dann war GA und es war so ganz anders. Heute Capital Bra, Tiefkühlpizza-Werbung und TikTok-Tänze. Ja? Wo ist das alles hingegangen? War die letzte Frage für heute. Hast du Ergänzungen für diese Folge? Du weißt, die nächste Chance gibt es dann erst wieder in 3 bis 4 Wochen. Das wird dann die Pre-Christmas-Episode. Jahresabschluss. Nee, wir sind jetzt auch so bei den üblichen 2 Stunden. Das passt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr so eine Oldschool-Booster-Spezialfolge haben wollt. Und dann würde ich mir im Vorfeld nochmal alles angucken und versuchen, so ein paar Anekdoten nochmal zusammenzubekommen. Da muss ich sagen, mir schreiben immer wieder Leute so, ey, damals die Zeit so 2014 bis so 2017 war so die coolste Fitness-YouTube-Zeit und ja, würde ich so unterschreiben. Das war sehr, sehr cool damals. Ja, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind an der Stelle durch. Ihr könnt auch auf jeden Fall jetzt schon wieder neue Fragen für die nächste interne Episode in die Kommentare schreiben. Zumindest, wenn ihr über YouTube schaut. Wenn nicht, dann auch gerne nur dafür rüber den Switch machen, Kommentar und Like da lassen. Ansonsten war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Wir sehen und hören uns nächstes Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Salut.